Heute spielen wir das brandneue Poppy Playtime Chapter 3. Oh mein Gott! Was? Was ist das? Was ist da? Wer bist du? Oh! Oh mein Gott. Er wird zerstört. Was? Wir kämpfen gegen alle neuen Monster wie Dog Day. Sitz! Nein! Nein! Aber lass bleiben, bleib, bleib. Wow! Catnap! Das ist Catnip! Und sogar dem geheimen neuen Charakter Miss Delight. Ah! Oh mein Gott! In diesem Video spielen wir das komplette Spiel. Seid also gespannt auf dieses verrückte und krasse Video. Los geht's! Heute spielen wir Poppy Playtime Chapter 3. Freunde, es ist endlich soweit. Catnip schaut uns schon an. Poppy Playtime Chapter 3 ist online. Und ich würde sagen, es geht direkt los. Das ist die Zeit, Playtime! Oh! Okay, Freunde. Das sind Szenen, die kennen wir schon vom Intro. Vom Trailer. Das sind Smiley Critters. Ich bin so gespannt, Freunde. Genau, das sind sie, die Smiley Critters. Und wir werden das ganze Spiel in diesem Video spielen. Aber wir schauen uns das Intro trotzdem an. Okay, da sind sie. Und sie können nicht schlafen. Der Wind ist wirklich unheimlich. Ich kann nicht schlafen. Hey, okay, hey. Kommt schon klar, Leute. Always ich verspreche es. Jeder Wind vergeht. Irgendwann. Okay, das sind sie, die Smiling Critters, Freunde. Okay, das Klopfen hat sich ein bisschen zu realistisch angehört. Ich habe mich kurz erschrocken. Und da ist Catnap. Oh, schau dich diese Augen an. Catnap! Please, help us go to sleep, Catnap. Hilf uns bitte beim Schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen! Okay, und da kommt der rote Rauch raus, welche die Smiling Creatures zum... Ja, gute Nacht, zum Schlafen bringt. Okay, Freunde, die Szene kannten wir schon vom Trailer. Oh, jeder kennt Huggy Wuggy und Poppy Playtime. Was sind deine Kinder vor dem neuesten Spielzeug von Playtime Co. sicher? Das sind die Smiling Critters. Ein Zeichentrickfilm in limitierter Auflage zur Feier der Markteinführung des Spielzeugs, die ihren Namen teilen. Doch beide sind nun mit dem Feuer konfrontiert, das durch den Beitritt eines wichtigen Mitglieds ausgelöst wurde. Das ist Catnap. Okay. Okay, man zieht an seinem Schwanz. Und er scheint unschuldig genug zu sein. Allerdings berichten Eltern im ganzen Land, dass ihre Kinder seltsame und oft komische Albträume haben. Das hört sich nicht gut an. Ihre kleine grinsende Catnap-Puppe soll der Grund dafür sein. Playtime Co. hat angekündigt, den Rückruf aller Catnap-Spielzeuge aus der Reihe der Smiley Critters. Okay, sie haben Catnap überall auf den ganzen Bildern entfernt. Er war auch mal ein Teil des Smiling Critters. Der genaue Grund für diese Vorfälle ist noch unbekannt. Nur eines scheint ganz sicher zu sein. Seine Kinder sind bei Catnap nicht sicher. Poppy Playtime Chapter 3, let's go! Ich freue mich. Ich freue mich, Freunde. Endlich ist es soweit. Lange haben wir gewartet. Okay. Und er... Oh, es geht los! Es geht los! Okay. Catnap! Psch, leise. Ich glaube schon. Oh, das ist die POV, glaube ich, von Catnap. Okay, was macht der da? Das sind die ersten Szenen von Poppy Playtime Chapter 3. Oh mein Gott, es war Catnap! Hat er uns hier runtergeheatet? Ich glaube... Okay, ich glaube... Hat er uns gerettet? Ey, yo! Danke. Es geht los. Es geht los. Wo sind wir hier? Warte. Warte, werden wir jetzt zerquetscht? Okay. Okay. Ich glaube, wir sollten... Ey, hier nicht sein. Können wir hier raus? Oh, okay. Ich glaube, wir werden echt zerquetscht. Ich glaube, wir sollten... Wow. Jo. Okay. Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Aha. Okay, hier müssen wir es nach oben ziehen. Das Ganze kennen wir natürlich von den anderen Poppy Playtimes. Okay, es ist jetzt schon echt sehr, sehr lange her, seitdem wir den letzten Teil gespielt haben. Ich glaube, das Ganze... Okay, was ist das jetzt hier? Okay, solche Aufzüge. Ah, wir müssen da nach oben. Ich glaube, der letzte Poppy Playtime Chapter ist schon über ein Jahr her. Aber jetzt ist es soweit. Chapter 3 ist draußen. Es hat echt lange gedauert, würde ich sagen. Es wurde oft verschoben, aber...
Die Hauptsache ist, Freunde, es ist da. Und wir werden es jetzt das erste Mal spielen. Okay, was ist das hier? Okay, irgendwelche kaputten Spielzeuge. Okay, bevor wir da hochgehen, lass uns erstmal hier ein bisschen umschauen. Wir dürfen nichts verpassen. Wir dürfen nichts verpassen. Ew. Hier sind überall die ganzen kaputten... Oh, Spielzeuge. Bronn ist da. Okay, hier haben wir so eine alte Stadt. Ist das eine Ameise? Kakerlaken. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, aber ich würde sagen, Freunde... Ah, hier geht's gar nicht entlang. Da hinten ist die Tür. Irgendein Alarm ist an. Okay, das sieht nicht gut aus. Überall kaputte Spielzeuge. Was war das? Okay. Let's go. Ab geht es. Okay, rest in peace, Banzo. Oh, hier ist das rote Gas, Freunde. Von Catnap. Okay, und hier dürfen wir wahrscheinlich nicht runterfallen dann. Ich glaube, wir sollten sowieso nicht hier runterfallen, aber... Okay. Das rote Gas, Freunde, von Catnap. Welches wir... Oh! Was war das? Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Es ist einfach Catnap. Das war der Schwanz von Catnap. Wo ist er hin? Okay, ah, wie cool. Okay, wir müssen hier rübergehen. Er ist da nach oben gegangen. Oh mein Gott. Okay, ich bin so gespannt, was uns alles jetzt in diesem... Wie dick sind wir? Wie kommen wir nicht rein? Ich bin so gespannt, was uns alles erwarten wird in diesem Chapter. Okay, und wir werden zusammen... Moin. Alles zusammen durchspielen natürlich. Okay, oh Gott. Ich habe irgendwie Angst. Ich habe so ein Gefühl, hier wird gleich ein Jumpscare kommen. Okay, hier geht's nicht durch. Lass uns mal hier ein bisschen weiter entlang gehen. Okay, hinter uns ist alles gut. Ah, okay, wir gehen durch. Wow, wo sind wir jetzt hier angekommen? Okay. Moin, Agi. High five. Okay, irgendwelche gruseligen Hände. Hallo? Ist da irgendwer? Was ist das? Okay, ich dachte, es wäre irgendein Monster. Oh, okay, lass uns erstmal die Kassette anhören. Let's go. Okay, erste Kassette. Wir haben die Maske, die Gasmaske. Also gut, Frau Harper. Bitte erklären Sie die Situation. Lassen kein Detail aus. Wie in jeder Nacht schliefen alle Kinder ein. Es war friedlich und ruhig. Catnap hatte den roten Rauch im Raum. Dann plötzlich dieser Schrei. Albträume kommen vor, ich weiß. Aber das? Ich meine, geweitete Pupillen und zitternde Lippen. Oh, hier ist eine Batterie. Okay. Okay, wir brauchen die Batterien, um die Tür zu öffnen. Sie hat etwas gesehen, etwas Schreckliches. Ah. Es tut mir leid. Frau Harper, ich gebe Ihnen mein Wort, dass wir Ihnen die bestmögliche Pflege zukommen lassen werden, die wir anbieten können. Aber das ist wichtig. Hat Marie zufällig beschrieben, was geschehen ist? Ein Monster, sagte sie. Es sei farblos. Ich konnte spüren, wie ihr armes kleines Herz klopfte. Für sie war es genau dort. Und ihre Bewegungen, sie waren so wild. Die Arme fuchtelten, die Beine traten. Ich wollte mit ihr reden. Sehen, wie es ihr geht. Ich muss jetzt wirklich ihre Stimme hören. Das wäre nicht ratsam, Frau Harper. Es gibt viele Probleme, mit denen wir uns jetzt befassen müssen. Okay, das hört sich nicht gut an. Aber die Vitalwerte sind normal. Wir werden sie weiter beobachten. Sie wird in Ordnung sein. Nein! Entschuldige bitte, wenn mich das nicht tröstet. Bring mir mein kleines Mädchen zurück. Okay, und die Kassette auf. Okay, anscheinend wurden Experimente an Kindern durchgeführt. Und es wurde gesagt, sie hat etwas Schreckliches gesehen. Marie war ihr Name. Und sie ist anscheinend verschwunden. Das war ihre Mutter, die gesprochen hat. Oh, hier ist der erste des Smiling Critters. Baba Bubba Fint. Ich erinnere mich an dich. Echt? Ein Elefant erinnert sich immer. Okay, du bist mir sympathisch, muss ich sagen. Willst du wissen, woran ich mich erinnert habe? Ja, hau raus. Okay. Okay. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Das war schon sehr gruselig. Freunde, der erste, der... Hallo? Klingt... Hä? Ist der Aufzug? Okay. Hier, wo klingt ein Telefon? Oben. Es kommt von oben. Okay, wir brauchen hier Batterien. Hallo? Hey. Oh. Kannst du mich hören? Ja. Du siehst ein bisschen verloren aus. Ja, das stimmt. Sieh dir das an.
Was? Oh! Kannst die Batterie benutzen, um die Tür zu öffnen. Dankeschön! Wer ist da? Wer war das, Freunde? Ich glaube nicht, dass es Poppy war, um ehrlich zu sein. Ich könnte mir vorstellen, es war einer der Smiling Critters. Aber will sie mir helfen? Oh, das ist der Zug. Hast du das gemacht? Jo, sorry. Ich glaube, das war ich hier. Das war das Ende von Poppy Playtime Chapter 2. Ich weiß, du bist wahrscheinlich wütend auf Poppy. Aber sie braucht dich. Wir brauchen dich. Du bist unsere Mission. Gemeinsam können wir eine Menge Menschen retten. Sogar dich. Playcare ist genau vor uns. Wow. Das ist die Heimat von Catnap. Einem der Smiling Critters. Früher gab es 8 von ihnen, glaube ich. Playcare ist seine Kirche, sein Jagdgebiet. Ey, ist das peinlich. Ich hoffe, sie sieht mir nicht zu, wie ich hier gerade probiere, hochzukommen. Und übrigens, mein Name ist Olli. Okay, moin Olli. Was war das, Freunde? Die Frage ist, will sie uns helfen? Ist sie lieb? Okay, ist Kissy Missy. Okay, Freunde, interessant. Olli, ich habe ihren Namen jetzt schon vergessen. Hieß sie Olli? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Okay, wo sind wir jetzt hier angekommen? Das war das Ende von Poppy Playtime Chapter 2. Wir sind mit dem Zug gecrashed, als wir probiert haben zu entkommen. Und in der Anfangsszene hat man gesehen, dass Catnap probiert hat, uns zu retten. Beziehungsweise uns gerettet hat? Ich weiß nicht. Okay. Hier ist ein Knopf. Was ist hier? Okay, hier ist ein Strom. Okay, irgendein Kabel. Geht das hier hinter? Was müssen wir tun? Okay. Die Tür können wir anscheinend. Sind wir hier richtig überhaupt? Sollten wir über die Gleise? Hallo? Oh. Okay, ich weiß nicht, was wir hier machen, aber. Was ist das? Okay, nimm den Griff und dreh den Stahl. Ah, wir müssen das. Ah, okay, das ist so ein Laser. Muss der da drauf? Ah, okay, muss wahrscheinlich das aktivieren. Okay. Aber vor. Was war jetzt hier hinten? Haben wir hier irgendwas geskippt oder sowas? Wir sind einfach über die Gleise hier angekommen. Okay, hier geht's sicher lang. Okay, ich glaube, wir sind hier richtig. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ich bin nur ein bisschen verwirrt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Aber wir haben nichts verpasst. Okay. Freunde, wir verlieren keine Zeit. Denn ich glaube, das Video wird echt sehr lange gehen. Ich habe gelesen, in der Beschreibung stand 4 bis 5 Stunden Videomaterial, beziehungsweise Gameplay-Material. Ah, wir müssen den Strom hier verbinden. Richte den Stahl auf die Stromzufuhr. Okay, aber was müssen wir hier aktivieren? Okay, wir haben hier was. Ah, müssen wir vielleicht so? So? Nee. Warte mal, von wo kommt der Strom? Wir können das Ganze drehen. Aber so geht's doch nicht. Nimm den Griff und dreh den Stahl. Ja, dankeschön für die Hilfe. Soweit bin ich auch schon. Okay, wir können das Ganze drehen. Das muss wahrscheinlich hier drauf aktiviert werden. Aber von wo soll der Strom kommen, wisst ihr? Okay, nee. Es muss so sein, es muss so sein. Okay. Was ist aber jetzt hier? Müssen wir jetzt hier? Was ist das? Der Strahl zeigt dahin. Das muss doch richtig sein. Und dann? Okay, wir brauchen aber... Von irgendwo muss ja da Strom kommen. Wir können aber hier auch nichts aktivieren. Okay, also hier ist Strom drauf. Ah. Nee. Was müssen wir tun? Okay, müssen wir das Ganze... berühren? So. Und währenddessen drehen? Zack. Nee. So. Oh. Okay. Okay, der Strom ist an. Es hat, glaube ich, ein bisschen länger gedauert, als es hätte sein sollen. Okay, was hat der Strom aktiviert? Sollen wir wieder zurückgehen? Okay, ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, Freunde. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber nee, ich glaube, wir müssen wahrscheinlich... Ah, okay, jetzt ist das Ganze hier aktiviert. Okay, ab geht es da oben. Ciao, Kissy. Seh die Welt durch die Augen eines Kindes. Elliot Express.
Okay, wir haben hier Chicken. Hey, Kiki Chicken. Chicken. Ich will Kiki Chicken. Willst du nach draußen gehen und abhängen? Nee. Draußen sieht es richtig toll aus. Ich war noch nie draußen. Okay, ich auch nicht. Das ist traurig. Kommst du mit mir mit? Ich habe Angst. Hier, folge mir. Ich werde zuerst aussteigen. Oh mein Gott, und es kommen immer solche Schreie von den Smiling Critters. Okay, das ist echt sehr, sehr merkwürdig. Okay, was haben wir hier? Gehen hier rechts und links Schalter. Okay, let's go. Okay, überall die ganzen Kuscheltiere. Alle einsteigen. Okay, ich bin der Einzige. Interessant, interessant. Okay, oh. Alle mal hinsetzen. Oh, hier ist sogar ein Rucksack. Das wird wahrscheinlich von einem Kind sein. Mein Name ist Elliot Ludwig. Wenn man sich die heutige Welt ansieht, was ist deiner Meinung nach zu tun? Ganz schön viel. Hier sind überall Rucksäcke von Kindern. Geld, ich habe nie genug. Verstehe, ich kann nie welche bekommen. Der Glaube, der einfache Mann hat ihn verloren. Jede Antwort war anders. Ich denke, dass jedem von ihnen auch etwas fehlte. Wow, was ist das? Alter, ist wie in Star Wars. Was ist das? Holy. Keiner von ihnen konnte ein Lächeln hervorbringen. Okay, das ist traurig. Ein Lächeln ist Hoffnung. Ein Lächeln ist Liebe. Ein Lächeln ist verständnisvoll. Was ist das? Boah, das sieht krass aus. Das sieht echt krass aus. Fahren wir da jetzt rein, ne? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber wir haben eh keine Wahl. Eine, in der unsere Kinder keine Angst haben sollten. Dieses Unternehmen und sein Spielzeug sind nichts ohne sie. Diese Kinder verdienen es zu lächeln. Sie verdienen es zu lieben. Okay. Oh, ist das das Gas von Catnip? Oh mein Gott. Deshalb ist mir eine große Freude, als Gründer von Playtime Co. bekannt zu geben. Playcare! Wow. Es ist eine Schule, ein Spielhaus, ein Ort der Zugehörigkeit. Okay, Freunde, das ist Playcare. Sieht schön aus hier. Okay, Freunde, das ist wahrscheinlich dann die Map von Populator Chapter 3, die wir jetzt hier spielen werden. Ganz schön groß. Ich probiere mir schon alles zu merken. Aber ich glaube, meine eine Gehirnzelle hat gleich wieder alles vergessen, wenn wir unten sind. Möge Playcare allen, die diese Türen betreten, Freude, Inspiration und ein Lächeln schenken. Ja, ich glaube, das hat nicht so gut funktioniert, Freunde. Ich glaube, der Ort hat nicht so gut funktioniert. Muss hier raus! Ey, ich habe keine Zeit. Huggy! Ohne Kopf. Ich bin's immer, Olli. Moin, Olli. Cooler Ort, wa? Die Kinder haben hier gelebt. Sieh es dir jetzt an. Wie auch immer. Siehst du die Statue in der Mitte des Raums? Nimm die darunterliegende Treppen. Dort gibt es einen wirklich coolen Raum. Der buchstäblich alles von Playcare mit Strom versorgt. Okay, Freunde. Sollen wir Olli vertrauen? Piggy. Okay, hier sind alle Smiley Critters. Dog Day. Okay. Bobby Bearhug. Kicken Chicken. Kicken Chicken. Okay, Bubble Friend. Crafty Corn. Okay, und wir müssen anscheinend jetzt nach unten gehen. Wieso soll ich nach unten gehen, hä? Warum? Hä? Okay, ich glaube, wir müssen's. Haben wir eine andere Wahl? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen Olli vertrauen, wie auch immer sie ist. Und sie hat anscheinend einen Schlüssel unten. Was ist das? Okay, hier ist die Stromversorgung anscheinend. Bibo. Okay. Und jetzt? Ey! Was ist das hier? Oh! Von wo? Danke! Danke! Oh, du hast also den Schlüssel! Frage, die du jetzt wahrscheinlich stellst, ist, wohin fließt es? Ich frag mich eher, wer du bist, Kollege. Geh wieder raus, links neben der Seilbahn, mit der du heruntergefahren bist. Okay, Olli! Ich vertraue dir mal. Eieiei.
Wir haben den Schlüssel gefunden. Links neben der Seilbahn. Ja. Okay. Von wo kommen wir? Ich glaube von hier, oder? Ah, okay, da hinten ist die Tür. Ich muss einmal durch. Ab geht das. Okay, Freunde, ich bin so gespannt auf die erste Verfolgungsjagd. Und auf alle neuen Charaktere, die wir treffen werden. In dem Spiel. Okay, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Moin, Banzo. Okay, oh, sogar die Lampe. Ah, ist Bronn. Interessant. High five. Okay, wie kommen wir jetzt nach oben? Hier entlang? Ja, ich glaube schon. Aha. Naja. Der Ort war anscheinend für die Kinder gedacht. So gut sieht er jetzt nicht mehr aus. Naja. Wir gehen weiter. Okay, mit dem Schlüssel können wir die Tür öffnen. Wo sind wir? Exit. Okay, let's go. Wir sind richtig. Wir sind anscheinend richtig. Let's go. Wo sind wir jetzt hier ankommen? Pass auf deine Schritte auf. Okay. Oh, vergiss die Maske nicht. Mami Longlegs mit der Maske. Und Catby. Ah, interessant, Freund. Ich bin gespannt, wann wir auch die Maske finden werden. Nee, ich werde wieder angerufen. Willkommen in der Gasproduktionszone. Dem Herzen des gesamten bösen Playcare-Systems. Sollen wir roten Knopf drücken? Oh! Okay. Zum Glück ist nichts passiert. Es wird Red Smoke genannt. Im Moment ist alles auf dem Weg nach rechts. Wir müssen den roten Rauch nach links ableiten. Oh, da ist er. So können wir zu ihm gelangen. Die Maschine verfügt wahrscheinlich über ein paar dämliche Sicherheitsvorkehrungen, die du umgehen kannst. Ich glaube, du kannst es schaffen. Ich rufe dich an, sobald es fertig ist. Okay, das sieht ziemlich kompliziert aus, was wir machen müssen. Hier ist der rote Rauch von Catnap drin. Und wir müssen den umlenken? Nee, ich habe keine Ahnung, was die mir erzählen will, aber... Okay, hier können wir nicht rüber. Naja, so eine Hilfe ist ihm jetzt auch nicht. Okay, hier ist der Strom. Wir müssen erstmal alles checken. Okay, aber wir müssen Aufzug benutzen. Okay, wir brauchen wahrscheinlich Strom für den Aufzug. Kein Strom. Oh. Ich dachte jetzt, sind beide vielleicht? Nee. Okay, ist kein Strom drauf. Wir brauchen eine Batterie. Wo soll denn eine Batterie sein? Wir brauchen... Ist es auch eine Batterie hier, der blaue Ort? Ist hier drin was? Hier drunter? Okay, es ist echt hart, Freunde. Ich sehe keine Batterie oder nichts, was wir machen müssen. Oh, wir können doch bestimmt hier... Bestimmt hier rein oder so. Oder? Da haben wir vielleicht hinten irgendwas verpasst? Nee. Das kann auch nicht sein. Oh, was ist das hier? Okay, den Ort habe ich doch gar nicht gesehen. Das ist Catnap. Können wir den Schalter betätigen? Okay, anscheinend nicht. Ah, aha. Was haben wir denn? Ey. Bleibst du hier? So, okay. Also, so kriegen wir die Batterie. Let's go, okay. Wir haben die Batterie gefunden. Boah, es ist riesig hier. Der rote Rauch von Catnap. Unglaublich. Okay, let's go. Okay, wo ist hier eine Kassette? Ah, da. Komm her. Abspielen. Rein damit. Was haben wir hier? Oh mein Gott! Rapid 2.0! Working Prototype. Oh, was? Das hat so eine richtig krasse Länge. Okay, sieht cool aus. Erweiterte Kabellänge. Die Hände zu wechseln ist einfach. Was? Man kann die Hände wechseln? Airjets? Ey, Junge, wie krass ist dieses Grabpack? Luftdüse. Okay, ich teste es direkt aus. Ich kaufe es. Ich wurde überzeugt. Okay, drücke 2. Oh, wir haben jetzt hier ein Inventar. Aber pass auf, wo du landest. Nicht alles ist sicher. Okay, und wir können jetzt zwischen den Händen switchen. Ha, Freunde. Ha, Grabpack 2.0. Das ist cool. Das müssen wir direkt austesten. Yo! Was? Wie weit? Ey, yo! Yo! Okay, das ist krass. Okay, können wir jetzt hier? Yo, wir können so hochspringen! Wir können so oben bouncen! Ey, wenn das mal nicht cool ist. Das ist eine coole Erfindung. Ja, was machen wir hier oben?
Ist mir richtig oder? Wurde es einfach nur gezeigt, yo, das kann das Ganze. Nicht betreten. Hallo? Hm. Hier, ich glaube, ah, doch, hier geht's auch weiter, oder? Wir können anscheinend hier mit dem Grab Pack nach oben springen. Oh. Wo sind wir hier? Boi. Boi. Okay, wir können jetzt hier Jump Round machen. Oh mein Gott! Was ist das? Ew! Irgend so ein rotes Wasser. Wie kommen wir jetzt hier rüber? Wir brauchen so ein Jump Pad, ne? Ah! Hallo? Junge. Okay. Müssen wir mit dem? Ah. Ah, wir ziehen. Was bringt das Ganze? Zieh schneller! Schneller? Okay. Und jetzt? Können wir hier nach oben? Ah! Okay, warte, warte, warte. Wir können es nach unten ziehen. Aha! Aha! Aber den Sprung schaffen wir nie im Leben. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich. Aha, hier drauf. Okay. Ah, ist ein bisschen tricky. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. No, ja, 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 ja. Okay, stopp. Und jetzt. Boom. Haha. Oh. Ah, ich glaube, wir müssen wahrscheinlich hier drüber springen. Stehen geblieben. Zack. Okay. Hallo? Wir haben es geschafft. Okay. So ein bisschen tricky. Oh, was ist jetzt hier? Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Ah, okay, das Gerät kennen wir schon. Hier müssen wir diesem Kollegen so eine Backpfeife hier geben. Okay, wir können hier. Warte. Oh, nein, nein, nein. Oh, ich dachte kurz schon. Aha. Okay, hier muss der Strom kommen. Hier ist die Ausgangstür. Können wir hier. Warte mal. Können wir die Hand switchen? Ist hier Strom drauf? Nee, okay, hier ist natürlich kein Strom drauf. Das bedeutet, okay, wo fängt das Ganze an? Da drüben. Da drüben. Das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich hier auf die Seite. Und, okay, hier hin. Oder? Warte, warte. Können wir da oben? Können wir hier irgendwas aktivieren? Ah. Wo, ich meine, von hier muss ja der. Ah, warte, von hier? Das muss doch gehen, oder? Hä? Playtime? Scheine nicht, okay. Ah, ach, warte, ich bin auch echt schlau. Guckt euch das Ganze mal mit meiner neuen Hand. Können wir das Ganze jetzt aufladen? Ja, und dann? Das bringt jetzt auch nichts, oder? Können wir das Ganze jetzt aufladen? Wie war das denn nochmal? Wie war das denn nochmal? Okay, wir können hier auf jeden Fall was berühren. Wir können den Laser jetzt umstellen. Der muss wahrscheinlich... Nee, hier drauf? Nee, macht keinen Sinn. Hier drauf zeigen. Lass uns erstmal alles einstellen. So. Das sollte. Oh, ready sein. Erstmal die Hand equippen. Boom. So. Das bedeutet, hier sollte Strom drauf sein. Dann geht er hier rüber. Ich habe keine Ahnung. Was sollen wir tun? Was? Von wo soll der Strom herkommen? Warte. Aha. Warte. Nächster Versuch. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, Freunde. Ab geht's da oben. Hand switch. Alter, ich fühle mich wie Spider-Man. Können wir darauf den Strom machen? Wir haben jetzt den Strom auf der Hand, oder nicht? Oder? Ah. Ich glaube, wir müssen das Ganze so. Aha. Ah, okay, so funktioniert das Ganze. Wir müssen nur das Rätsel lösen. Ich glaube nämlich, das Ganze muss dahin. Genau, von da nach da. Okay, Schritt für Schritt, Freunde. Wir kriegen das hin. So, jetzt sind wir hier stehen geblieben. Und von hier wird das Ganze wieder zurück. Hier drauf. Ah, okay, das muss es sein. Okay, das müsste eigentlich richtig sein. Wenn jetzt laut meinen Berechnungen alles funktioniert. Ich habe gefühlt, das gar... Das Ganze wird hier nichts, aber... Grüne Hand equipped. Strom ist geladen. Ah, nee, warte. Auf den Strom drauf, mit der anderen Hand schlagen. Boom, boom, boom. Easy! Hä? Ah. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los hier? Aha, und jetzt haben wir... Ah, okay, jetzt muss noch weitergehen. Freunde, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt! Okay, hier können wir... Oh mein
Gott, nein. Sag nicht, wir müssen alles von vorne machen. Okay, von da nach da. Dahin. Es hat funktioniert. Öffne ich jetzt die Tür? Darf ich jetzt hier weiter? Okay, bitte. Wie soll ich hier rüberkommen? Ah, okay. Ah, let's go, okay. Das hat echt ein bisschen zu lang gedauert. Ich saß jetzt irgendwie eine halbe Stunde dran. Nee, eigentlich nicht, aber es hat trotzdem zu lange gedauert. Hier ist die Batterie. Warte, waren wir hier schon? Ah, okay, von hier haben wir das Grab Pack. Warte, ich bin verwirrt. Jetzt sind wir wieder hier? Ey, yo. Ah, ich glaube, das Gas haben wir umgelenkt, kann das sein? Wir müssen ja das Gas umlenken, das ist ja die, das ist ja das Ziel. Okay, genau, hier war der Exit. So, jetzt sind wir wieder hier. Das Rätsel haben wir gelöst. Ich habe keine Ahnung, wieso. Um das Gas zu lenken, haben wir jetzt Strom hier drauf. Ich glaube, das allgemeine Ziel ist ja, dass wir hier Strom... Oh! 9 Bar. 4000 Volt, jo. Oh, okay. Ah, hier im mittleren Gefäß. Wir haben den Rauch. Oh, nö. Umgelenkt. Es tut mir leid. Nee, ich soll die, glaube ich, hier weggehen. Ich sollte hier weggehen. Was habe ich getan? Okay, ich. Ja, hallo? Oh nein! Jemand hat den Strom abgeschaltet! Ach, wer war das denn? Es ist unter der Statue. Nimm das, um das Home Sweet Home zu gelangen. Wenn du da drin bist, suche das Notstrom-Magrinat. Hallo? Unter der Statue? Muss ich jetzt die ganze Weg wieder zurückgehen, oder was? Ich glaube, ich hab's vermasselt. Okay, wir gehen zurück. Wie dunkel ist es bitte geworden? Okay, ich habe den ganzen Strom, glaube ich, ausgemacht. Sorry, Mann. Das geht auf meine Kappe. So, unter der Statue, meinte sie. Ist das jetzt die Statue? Müssen wir wieder runtergehen? Hat sie hier irgendwas? Ich glaube, ich bin hier falsch, oder? Kommt hier wieder was raus? Oh. Aha. Dankeschön. Dankeschön. So, was haben wir jetzt? Home Sweet Home Key. Okay. Was ist das hier eigentlich? Clean Willy. Okay. Das ist wahrscheinlich hier das Mittel, womit alles sauber gehalten wurde. Home Sweet Home. Ich sehe nix. Wohin muss ich? Ist das Home Sweet Home? Ich lass das Ganze mal ausprobieren. Ich glaube schon, oder? Hier leuchtet auf jeden Fall alles. Das könnte auf jeden Fall ein gutes Zeichen sein. Hagi? Moin. Wohin muss ich? Wo ist die Tür? Oh, da hinten leuchtet was. Oh. Okay, es war richtig. Okay. Das ist sehr gruselig. Irgendein altes verlassenes Haus. Was soll schon schief gehen? Let's go. Okay. Wir sind unten. Weiter geht unsere Reise. Oh mein Gott. Hier ist der Rauch von Catnip. Können wir da durch? Nee, oder? Warte, wir müssen da durch? Oh! Renn! Oh mein Gott, ab geht es. Wir haben es überlebt. Okay, anscheinend dürfen wir da ein paar Sekunden drin bleiben. Aber nicht so lange. Okay, okay, die Türen können wir nicht öffnen. Wir müssen wahrscheinlich einfach den Gang entlang. Eieiei. Okay, es knistert nur. Oh mein Gott, hier sind die Bilder von den Kindern. Das sind wahrscheinlich die ganzen Kinder, die hier hingekommen sind zu Playcare. Oh mein Gott. Tragische Nachrichten heute Morgen. Stand 9.45 Uhr. Sie haben einen kleinen Jungen gefunden. Den Elliot Ludwig, ein geschätzter Spielzeughersteller und Gründer der... Was war das? Wieso war da ein Schatten? Gefunden im Schlafzimmer, oben im Obergeschoss. Oh, schau euch diese Kratzer an! Alter, hier ist locker irgendwer. Oh mein Gott, schau euch mal die Kratzer an! Das ist die Kratzer von Catnip! Die waren doch vorher nicht da! Okay. Das macht mich ein bisschen unruhig.
Ich glaube, wir werden gleich Catnip sehen. Kann das sein? Alter, es ist dunkel. Ich schaue mich die ganze Zeit hier um. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Ach nö. Ach nö. Ich will nicht. Ich gehe in die Ecke. Keiner ist da. Und jetzt? Sind überall Bilder von den Kindern. Wir gehen einfach mal entlang. Wir gehen mal hier entlang. Hier ist überall das Radio und überall Bilder von den Kindern. Oh, nee, das Telefon klingelt. Keiner da. Och, nö, ne. Müssen wir jetzt hier das Telefon öffnen? Och, nö. Es kommt von hier. Catnap? Hey? Okay, die Luft ist rein. Ich kann nicht mal die Tür zumachen. Du musst laufen! Oh mein Gott! Da war Catnap! Ich gehe da nicht raus! Ich fühle mich wie dieses Mädchen hier. Sie sieht echt traurig aus. Wer ist dieses Mädchen? Oh nö, ich will nicht. Hallo? Ich gehe in die andere Richtung, oder? Ich gehe aber jetzt nicht in die Richtung, wo Catnap war. Der redet ja immer noch. Viele glauben, dass seine zurückgezogene, geheimnisvolle Art in den vergangenen Jahrzehnten diese Behauptung fragwürdig macht. Wir gehen irgendwelche Radios die ganze Zeit an. Ich will hier raus. Ich habe mich verlaufen. Und hier irgendwo ist Catnap. Ich höre Schritte! Oh mein Gott! Ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht weg. Ich will weg! Da gehe ich doch nicht hin. Da gehe ich doch jetzt nicht hin. Wie sehe ich aus? Ich glaube, das war die falsche Richtung. Müssen wir Catnap folgen, ist die Frage, oder müssen wir jetzt weg von ihm? Ich bin in irgendeinem Labyrinth jetzt hier eingesperrt. Ich muss jetzt nicht den ganzen Weg wieder zurück, oder? Ich glaube, wir müssen ihm folgen. Och nö. Och nö. Freunde. Ich habe ganz vergessen, dass Poppy Playtime ein Horrorspiel ist und ich keine Horrorspiele mag. Das ist nicht gut. Das ist der erste Anfang. Okay, egal. Ich bin stark. Ich schaff das. Ich habe keine Angst vor dir, Catnap. Jetzt geht echt hier durch. Was steht da? Ich will dich nicht, Catnap. Ich hab echt keinen Bock auf dich. Ich hab keine Lust. Och nö, wieso ist hier eine Sackgasse? Och nö. Muss ich umdrehen? Ich meine, hier geht's nicht weiter. Hier ist irgendwas. Warte mal, ich laufe im Kreis. Wohin müssen wir? Wohin müssen wir? Bitte, ich will einfach nur raus. Ich laufe nur im Kreis. Ich höre Kinder. Ich höre Kindergeschreie. Okay, ich glaube, wir sind hier richtig mittlerweile. Oder halt auch falsch. Ey, ich gucke die ganze Zeit wie so einer hinter mir. Irgendwer hinter mir ist. Okay, wir haben es irgendwie rausgeschafft. Oh mein Gott. Glücklich und Spaß haben. Warum wurde es getan? Hier sind die ganzen Betten. Hier waren wahrscheinlich die ganzen Kinder, Freunde. Hier wurden wahrscheinlich die ganzen Kinder gehalten. Okay. Wo sind unsere Hände eigentlich? Wieso können wir nichts grabben? Hier? Okay, hier wurden wirklich die ganzen Kinder gefangen gehalten. Hier sind die ganzen Betten und sowas. Okay, wir haben die Kassette aufgehoben. Und hier wurden dann die Experimente durchgeführt an ihn. Wir haben einfach Catnap gesehen. Ich glaub's nicht. Wo ist der Fernsehen? Ach, da. Okay. Let's go! Huggy! Greetings, employees. Seid gegrüßt, liebe Mitarbeiter. Und willkommen zum ersten Tag bei Playtime. Moin, moin. Wir sind sicher, dass du in den nächsten Tagen eine neue Familie finden wirst, die genau liebevoll und unterstützend ist wie deine eigene. Naja, so sieht das Ganze nicht aus. Was ist hier zu? Join the innovationists, where the bounds of science are continuously pushed.
Das schwesische Betreuen von Playcare, der es mit viel Fleiß dazu beiträgt, eine bessere Zukunft zu gestalten, wie du siehst. Ja, ich sehe es. Now, every one of you has your part in that future. So should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are or what you've done? Worry not. For your supervisor is here. Keine Angst, der Betreuer ist da und hat ein offenes Ohr für dich. And should you come back? Sollst du zurückkommen? Jahre später. Your conscience finally. Dass dein Gewissen endlich die Oberhand gewinnt. Oh mein Gott! Gruselig das aussieht. Mögest du in Dunkelheit und in Staub hinabsteigen. Alles, was dich erwartet, sind unfassbare Schrecken. Jeder sehnt sich nach deiner Rückkehr. Jeder will dich finden. Vielleicht würden sie von deinem Schatten aus anlächeln. Ich habe doch keine Angst mehr davor. Ihre lächelnden Münder voller Zähne. Fleisch und Plastik. Wieso kannst du nicht weggehen? Oder sie lassen dir nicht viel Zeit, um einen Platz in der Welt zu finden, den du verlassen hast. Eine Welt, die jetzt ihnen gehört. Ja, willkommen zu Hause und... Oh mein Gott! Es ist Huggy Wuggy! Nein! Was? Er ist lebendig! Nein! Nein! Renn! Oh mein Gott! Was ist das? Was ist da? Wer bist du? Renn! Ich bin zu lang. Nein. Ich bin zu langsam. Was? Oh mein Gott! Was war das, Freunde? Das war das Coolste, was ich jemals gesehen habe! Ich wurde so aufgefressen von Huggy? Aber wie cool war das denn bitte? Okay, wir sollten anscheinend geschnappt werden. Es sind immer noch überall Bilder von den Kindern. Und zerstörte Kuscheltiere. Wie cool war das? Freunde, können wir bitte drüber reden, wie cool diese Szene war? Mit Huggy Wuggy. Wie er einfach lebendig aus dem Fernsehen gekommen ist. Nicht schlecht, muss ich sagen. Nicht schlecht. Okay, die Tür ist verschlossen. Das war cool. Aber wo sind wir jetzt? Okay, moin Mami. Rauschen. Moin, Daddy. Rauschen. Okay, hier sind zwei halbe Sonnen. Ah. Müssen wir jetzt hier irgendeine Sonne finden? Okay, Freunde. Die Huggy-Szene war wirklich sehr cool. Wie er einfach so lebendig aus dem Fernseher rausgekommen ist. Boah, damit habe ich echt nicht gerechnet. Okay, hier müssen wir anscheinend hin. Können wir von hier aus? Nee. Können wir nichts machen. Hier oben gibt es auch noch eine Etage. Können wir hier nach oben hin? Ja, von hier kommen wir, ne? Ja, genau. Von hier kommen wir. Hier sind die ganzen Kinderbilder. Ist hier hinter was? Können wir hier durch? Hier ist dieser ganze Strom hier. Ich glaube, das ist die Hauptaufgabe von dem Chapter, dass wir halt den Strom hier irgendwie anbekommen. Hier sind überall die ganzen Kabel. Oh. Die Maske. Wir haben die Gasmaske. Let's go. Okay, wie können sie so equippen? Und wieder ausziehen. Müssen wir da runter? Ja, egal. Let's go. Hier ist der rote Rauch von Catnap. Stopp. Ja! Hier hinten ist nichts. Was ist das? Okay, ich zieh die Maske an. Okay, der hat aber echt nicht eine lange Fahrt, Kollege. Du hast mir den Weg freigeräumt. Ist hier irgendwas? Hier ist Ende im Gelände. Wow. Können wir nochmal? Komm schon, Kollege! Gib jetzt nicht deinen Geist auf. Das wollte ich, hier können wir leben ohne die Maske. Aber. Okay, aber andersrum nicht. Können wir wieder nach oben? Sind wir hier richtig? Also wir müssen hier entlang, ne? So viel steht fest, aber hier ist. Hä? Hier gibt's doch nichts! Seiten wir weiter? Können wir auch nicht nach oben? Okay, interessant. Wir müssen wahrscheinlich hier wieder raus, ne? Komm schon, ey, diese Maske. Aha, hier können wir durch. Hilfe! Die Tür ist auch versperrt. Können wir hier an den Stromkessel? Irgendwas aktiviert, okay, wir dürfen nicht dem Rauch zu nahe kommen. Ah! Schaut mal hier! Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, das ist so ein Jump-Pad. Können wir anscheinend hoch. Okay, ich glaube, die Maske können wir ausziehen. Puh. Das ist echt stickig da unten.
Was ist das da? Okay, ist nur so ein Handschuh. Oh, hier sind über die ganzen Waschmaschinen hier. Die ganzen Putzkräfte und sowas. Ich glaube, hier wurde dann hier geputzt, denke ich mal. Und sich um die Kinder gekümmert. Ja, von hier kommen wir doch, oder? Von hier sollen wir doch kommen, genau. Hat sie hier irgendwas getan? Hat sie in der Zeit hier oben irgendwas geöffnet? Okay, hier können wir noch nicht durch. Hier auch nicht. Oh. Hier ist die Sonne ganz. Ich glaube, vielleicht jetzt hier irgendwas öffnen oder vielleicht da oben mit dieser, mit unserer Hand irgendwie nach oben. Okay, wir müssen schauen, der Strom. Hier geht's hier entlang. Dann geht er hier an der Wand vorbei und hier rein. Aber wie kommen wir da rein? Ich meine, hier ist die... Okay, wir kriegen die Tür nicht auf. Hier geht der Strom weiter. Hier entlang. Hier können wir auch nicht hindurch. Von hier kommen wir doch. Okay. Oh, schau mal, Freunde. Hier war wahrscheinlich auch ein Kind. Hier sind überall die ganzen Rucksäcke und sowas. Ah, wir können hier hindurch. Okay. Ich kann einfach die Sachen so wegschieben. Das wusste ich auf jeden Fall nicht. Jetzt hier entlang. Okay, wir müssen wahrscheinlich jetzt hier... Ja, komm schon. Ah, wir können... Können wir hier rüberspringen? Ah, oder hier drunter durch. Okay. Let's go. Weiter geht's, Freunde. Wir scannen die Tür. Hey, das ist cool. Geht einfach so nach unten auf. Nicht schlecht. Nicht übel. Aber es ist so dunkel. Hier ist ein Schloss. Können wir nicht durch. Alter, ist das eng hier. Mal kommen, kommen wir von hier? Nee. Okay, wir brauchen wieder eine Kassette. Ich probiere natürlich alle Kassetten hier zu finden. Das wird natürlich hier nichts verpassen. Aber wo soll hier die Kassette sein? Freunde, könnt ihr die Kassette sehen? Bestimmt in den Schränken hier irgendwo, oder? Oh! Okay, die Maske wollte ich jetzt eigentlich nicht anziehen. Hä? Auf den Tisch einfach? Zählt unterm Tisch? Auch nichts. Hier drunter durch? Ist hier irgendwas? Aha! Hä? Trick vor uns! Manchmal bin ich eben blindfisch. Naja, wir haben es gefunden. Das ist die Tricky Nummer 1322. Okay, was ist das für ein Experiment? Obwohl er sehr unregelmäßig ist, haben wir ihn aus dem Home Sweet Home, kurz bevor das Licht ausgeht, um aufzutreten. Was machst du mit meinem Freund? Warum bist du nicht im Bett? Wie bist du hier reingekommen? Ist Kevin krank? Warum habt ihr ihn weggebracht? Oh. Kevin ist krank, sagt ihr. Okay, es war ein Kind. Weil ich mir wahrscheinlich Experimente durchgeführt hat. Ja, ja, der ist krank. Aber wir wollen, dass es ihm besser geht. Wir müssen nötige Ruhe verschaffen. Glaubst du wirklich, dass es ihm gut geht? Okay, da redet ein Kind anscheinend. Mit einem Wissenschaftler oder Arbeiter von Playtime. Wir haben in der Schule aufgepasst, gelernt. Das können wir eigentlich hier trotzdem machen. Komm, wir bringen dich zurück ins Bett. Okay. Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Und ich verspreche dir, dass dein Freund bald besser gehen wird. Wenn du ihn wieder siehst, wird es ihm nie besser gegangen sein. Okay. Das war's mit der CD. Jo, was ist das? Okay. Das hat mich irgendwie mehr beeindruckt, als es sollte. Was können wir jetzt hier machen in dem Raum? Ich dachte, es passiert vielleicht da irgendwas. Nachdem wir die Kassette abspielen. Ich meine, hier drunter durch können wir nicht. Gehen wir hier entlang? Von hier kommen wir, ne? Genau, von hier sollten wir eigentlich kommen. Naja, lass mal wieder zurückgehen. Vielleicht hat sie hier irgendwas getan. Ich meine, es muss ja irgendwas getan haben, oder? Hier ist genau der Rauch. Lass mal lieber die Maske anziehen, aber ich glaube... Die bräuchten wir nicht. Können wir jetzt vielleicht hier irgendeine Tür öffnen? Okay, der Strom ist immer noch aus. Okay, ich glaube, wir müssen hier entlang gehen. Genau, das sieht mir hier nach dem richtigen Weg aus. Oh mein Gott! Ew! Catnip! Wie außer? Der besteht nur aus Knochen. Er ist direkt hier neben uns gewesen.
Alter, wir haben ihn noch nie von so nah gesehen. Was? Er ist hier ganz in der Nähe. Catnap ist hier ganz in der Nähe. Sollen wir da hingehen? Wir stellen uns einfach vor, oder? Hallo? Okay, er ist weg. Er ist anscheinend weg. Aber ich schätze mal, es wird nicht lange dauern, bis wir ihn finden werden, beziehungsweise es eine Verfolgungsjagd gibt. 0% Power. Okay, weil es Nacht ist. Wir brauchen noch eine Batterie. Ist hier eine Batterie? Nee. Okay, von wo bekommen wir jetzt die Batterie? Ich hab Angst. Ich hab Angst. Hier ist irgendwo ein Catnap. Naja. Was soll schon schief gehen? Da wird schon nichts passieren. Ist vielleicht über uns irgendwas? Irgendein Secret? Man sieht halt echt sehr schlecht, muss ich sagen. Aber ist auch der Sinn davon. Oh mein Gott! Kissy! Hey! Hallo! Kissy, Missy! Was guckst du? Oh nein! Sie war das Kind, Freunde! Sie war das Mädchen auf dem Bild! Sie wurde wahrscheinlich zu Kissy Missy verwandelt. Okay, das ist wirklich traurig. Aber Kissy, was geht ab? Moin! Hallo, redet sie? Redet sie mit uns? Hast du eine Batterie für mich? Ich glaube nicht, aber cool! Okay, vielleicht werden wir sie später auch nochmal treffen. Können die Kisten auch nicht verschieben oder so, ne? Okay, Freunde, einfach Kissy Missy. Okay, das ist echt traurig. Was ist das hier? Okay, hier können wir nicht durch. Aber das Problem ist, von wo sollen wir jetzt die Batterie bekommen? Versteck dich. Pass auf. Oh, das sind die Smiley Critters. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich meine, wir haben überall gesucht, oder? Müssen wir warten, bis es Nacht ist oder so? Können wir die Hand switchen? Aber was ist... Ah, ne, wir können die auch nicht mehr rausnehmen, ne? Na, super. Okay, wir gehen zurück. Ich glaube... Können wir hier entlang? Wir müssen da oben, ne? Dann öffnet sich hier die Tür. Ich glaube, wir können aber auch nicht nach oben gehen. Okay. Wir waren aber überall, oder? Waren wir hier schon? Von hier kommen wir. Ah, okay, hier war die Tür, die wir nicht öffnen könnten. Aber auch hier ist hier eine Batterie? Über uns? Nee. Freunde, wo ist die zweite Batterie? Wo? Wo kann die versteckt sein? Ich weiß nicht. Oh, warte mal, wie können die nach oben? Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, wir sind wieder oben. Hier können wir nicht durch. Da muss sie bestimmt hier irgendwo sein, oder? Okay, hier sind die ganzen Kinderbilder und sowas, überall Betten und sowas. Aber ich will eine Batterie. Jo, was ist hier? Mein Gott. Oh, was war das? Ey, yo. Okay, wir haben hier die Batterie, aber. Ist das Bronn? Nee, okay, das ist irgendein irgendein Smiling Creatures. Ey, ich kann nicht mehr nach oben. Ich wollte mich so anschauen. Okay, sah aber interessant aus. Wo sind wir hier? Ich habe mich verlaufen. Wo ist die Batterie? Okay, ich glaube, aber... Hier, oder? Genau, hier war das Ganze. Zack! Kikiriki! Kiki Chicken! Ah. Oh, die Power wird aufgeladen. Okay, der Strom ist an, ihr seht's. Ah, okay, die Tür wird geöffnet. Let's go! Okay, Schritt für Schritt geht es immer weiter voran. Und jetzt sind wir in der zweiten Etage. Freunde, ich muss sagen, die Puzzle gefallen mir wirklich sehr, sehr gut hier in Chapter 3. Es macht echt Spaß. Aber ich glaube, wir haben nicht mal die Hälfte hinter uns. Also wir haben echt noch einen weiten Weg vor uns. Genau, hier waren wir. Gib Gummi! Gib Gummi! Okay, cool. Okay, ansonsten gibt es hier nichts mehr. Genau, hier waren wir. Das soll ich mir mal anschauen, aber... Oh, hier haben die ganzen Kinder geschlafen. Ey! Hey, Mann. Okay, aber... Ich glaube, wir können einfach von hier entspannt entlang gehen, glaube ich. Oder? Wo sind wir? Wo sind wir? Okay, hier ist der Strom. Ah, hier, oder? Ist es hier? Haben wir hier irgendwas geöffnet? Kicken, Chicken. Ah, hier müssen wir entlang. Kein Problem, alles unter Kontrolle.
Wir sind wieder da, wir sind wieder back. So, okay. Jetzt bloß nicht wieder runterfallen. Das ist auch gemein. Wieso ist hier mitten in ein Loch? So. Okay, der Kollege hat es wieder nicht weit geschafft, aber er hat sein Bestes gegeben. Hallo, Jitta. Ich bin Piggy Piggy. Lass uns essen's. Roast Beef, köstlich. Yummy, ich würde gerne ein Schwein. Wie gefällt das Hähnchen? Hinunter damit. Mit einem Schwein. Elefant? Nee. Einhorn? Nee. Immer noch hungrig. Okay, er hat also schon Hunger. Mehr hat er uns nichts zu erzählen. Okay, Kissy Missy Huggy Wuggy. Oh, wie traurig. Was ist das? Moin, ah, das ist Catnap. Alle sitzen hier am Tisch. Okay, wir brauchen wieder eine Kassette. Okay, und hier. Ah, da ist sie doch. Da ist die Kassette. Komm schon. Ich glaube, wir müssen ja, wir müssen sie so rausnehmen. Okay, let's go. Film ab! Oh, das ist ein Mädchen. Man hört die ganzen Kindergeräusche im Hintergrund. Natürlich, das werden sie nie verpassen. Wer ist es, Frau Brooks? Sag es uns, sag es uns! Diese Woche hat Dr. White unseren eigenen Samuel Lee ausgewählt. Yeah! Okay, die Kinder freuen sich natürlich. Bevor er geht, sollten wir uns alle von Sam verabschieden, nicht wahr? Mit mir. 1, 2, 3. Auf Wiedersehen, Sam! Okay, wer ist Sam? Das ist wahrscheinlich hier, den Strom aktivieren. Zack. Und dann hier weitergehen. Alter, wie viele Betten gibt es denn hier? Ich hoffe, wir müssen den Strom hier nehmen und dann... Oh. Okay, wir haben irgendwas geöffnet. Keine Ahnung was. Alter, es gibt echt viele Betten hier. Ah, wir haben wahrscheinlich die Tür geöffnet, kann das sein? Ah, okay, ich dachte, wir waren zu langsam. Hier durch können wir bestimmt nicht, ne? Oh nein, haben wir es jetzt vermasselt? Och nö! Hä? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Also ich habe irgendwas aktiviert gehabt, glaube ich. Da ist eine Batterie. Wieso steht der? War der nicht gerade am Liegen? Okay. Hier, können wir hier irgendwas aktivieren? Auch nicht. Okay, ich glaube, wir müssen einfach hier weiter geradeaus. Kann das sein? Oh, einmal hier drauf. Ja. Jetzt hier durch sneaken. Das ist wieder so eine Stromquelle. Ich glaube, wir passen ja auch nicht so durch. Ich glaube, wir sind so dick. Ich glaube, wir sind so dick hierfür. Oh. Warte. Ah, wir können von hier. Okay, die Energie nehmen, den Strom. Okay, ich glaube, wir haben hier irgendwie... Jetzt schnell... Genau, die Tür aktiviert. Schnell, 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 schnell. Boah, okay, das war knapp. Noch mehr Betten, Alter. Ich glaube, die ganzen Kinder dachten, die hätten hier eine schöne Zeit in Playcare. Doch wussten nicht, dass sie zu Monstern werden. Das ist nicht gut. Was machen wir jetzt hier in dem Raum? Ich meine, wir können keine Tür öffnen. Oder? Hier geht's nicht entlang? Hier geht's auch nicht entlang? Da oben ist Strom wieder. Ich brauche mir wieder Strom, um wieder, Okay. Aha! Rätsel gelöst! Hallo! Ich bin Zenix. Schön, dich kennenzulernen, aber ich will nicht zu dir, Kollege. Ist ein Fernseher? Haben wir wieder eine weitere Kassette? Ich glaube, wir haben eine Kassette wieder am Start. Die Frage ist... Oh nö, wir müssen da gleich durch. Ich würde aber gerne erstmal die Kassette finden, falls es eine gibt überhaupt. Aber... Wo soll man die Kassette reinstecken? Ist hier eine? Wir checken erstmal alles ab, bevor hier wir irgendwas verpassen. Oder müssen wir zu den Kollegen hier? Können wir irgendwas drücken? Okay, wir haben eine Batterie. Ich leime das kurz aus, ne? Man sieht sich. Man sieht sich, Kollege. Okay, Batterie haben wir gecheckt. Check, check, check. Kassette? Sehe ich nicht, Freunde. Ah, ich dachte, es wäre eine Kassette. Nee, auf dem Tisch ist auch nichts. Okay, Freunde, ich glaube, hier gibt es nichts.
Wir machen weiter. Wir machen ganz schnell weiter, würde ich sagen. Ich glaube, hier gibt es nicht Licht. Ich glaube, hier gibt es eh nichts. Ich meine, wo soll man die reinschauen? Hier ist so eine Schrottkiste. Okay. Wir haben die Batterie. Zack. Und es geht weiter. Müsst ihr die Batterie... Ey, wo ist die Batterie? Kollege, müssen wir durch den Lüftungsschacht damit? Ja, müssen wir runter. Können wir hier entlang gehen? Ist da? Hier geht's auch runter. Ich glaube, wir müssen runter, ne? Sieht mir richtig aus. Wofür brauche ich jetzt die Batterie? Okay, lass es trotzdem mal holen. Zack. Okay, da haben wir sie. Für irgendwas werden wir sie wohl brauchen. Du bleibst hier, Kollege. Okay, wir brauchen Strom, um die Tür zu öffnen. Wo kriegen wir jetzt hier Strom her? Oh, man muss so viele Rätsel lösen. Das ist echt kompliziert, muss ich sagen. Man muss echt viel nachdenken. Das sind echt komplizierte Rätsel. Aber wir kriegen das hin. Aber ich meine, von... Wir kommen doch von oben eigentlich, oder? Also, brauchen wir die Batterie jetzt überhaupt noch? Guck mal, die Tür haben wir doch hier geöffnet, oder ist das jetzt eine andere? Okay, wir haben hier erstmal Strom drauf. Okay, ich glaube, hier war die falsche Richtung. Wir brauchen den Strom wahrscheinlich für hier? Ah, wir müssen wahrscheinlich die Tür öffnen. Von wo bekommen wir jetzt aber Strom? So schnell, der zweimal muss den Schalter aktivieren. Okay, Freunde. Hier gibt's... Wieso ist hier nichts? Müssen wir... Ah, check. Zack, Strom. Wir haben jetzt hier Strom drauf. Wir powern das Ganze. Holen uns das Ganze. Jetzt rennen wir ganz schnell. Zack, hier. Holen uns hier noch was. Und... Was? Hä? Okay, wir haben hier nur... Auf beiden einen Strom. Aber warum? Warte mal. Wir müssen halt einfach nur schnell genug sein, dachte ich, oder? Okay, wir testen nochmal einmal aus. Kein Grund zur Panik. Wir gehen hier hin. Strom. Okay, okay. Dann können wir das... Aktivieren wir das damit. Müssen wir jetzt nach oben? Müssen wir nach oben rennen? Ist hier oben irgendwas? Ach, den Kollegen hier. Auf den habe ich nicht so Bock. Stopp! Stopp! Ach, nö. Ach, nö. Oh, okay. Das hat funktioniert. Oh mein Gott! Kollege! Was soll ich jetzt davon erschreckt haben? Wow. Wow, ich bin enttäuscht von mir selber. Eine Umarmung am Tag hält die ungefähr. Zwei Umarmungen pro Tag sind in jeder Hinsicht besser. Für immer umarmen. Umarmung gibt es ohne Ende. Ich werde dich umarmen, bis du platzt. Okay, chill, Hagi, okay. Das geht mir ein bisschen zu weit. Das geht mir zu weit. Okay, wir haben wieder den Kollegen hier. Ja, das ist am coolsten. Der ist easy zu bedienen. Achtung, halt dich fest. 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott. Oh yeah. Okay, neuer Highscore. So weit ist er noch nie gekommen. Nicht schlecht, Kollege. Und jetzt? Ah, toll. Jetzt haben wir den ganzen Raum hier zerstört. Rucksäcke. Okay, ich glaube, hier gibt es eh nichts zu erkunden. Ist wahrscheinlich hier weiter. Weiter geht die Post. Ab geht die Post. Yo, yo, yo. Gibt es hier irgendwas? Alter, ist so dunkel. Ich hoffe, wir gehen einfach den Gang entlang. Oh! Maske an. Durch da. Wir haben die Gasmaske. Nicht umsonst. Ich schätze, wir brauchen sie bestimmt. Genau. Ab geht's durch den Tunnel. Denn, Freunde, wir dürfen bloß nicht das Gas einatmen. Von... Achso, hier geht's ja lang. Von Catnap. Boom. Hier ist immer noch Rauch. Hallo? Das ist unser Telefon. Okay, wir sind wieder back, ne? Ah, das ist die Batterie. Okay, das ist wahrscheinlich die Batterie, die wir... Ich schätze mal, die brauchen wir, oder? Ich schätze, wir gehen wieder zurück. Und die eine Batterie haben wir von dem einen Smiley-Creature bekommen. Und die benutzen wir jetzt noch.
Und dann sollen wir den nächsten Gang aktiviert haben. Let's go. Ich habe nur einen Orientierungssinn von einem Toastbrot, also... Wie kommen wir... Okay, warte. Muss Auto kaputt von da? Das bedeutet, wir gehen in die Richtung. Aha! Aha! Mach auf das Ding! Okay, das Tor hat sich irgendwie geöffnet. Oh, ich glaube... Ah, die Tür hat sich geöffnet hier. Okay. Sehr gut. Was haben wir jetzt hier in dem Raum drin? Okay, anscheinend nichts. Genau, hier ist nichts. Können wir hier... Okay. Wir scannen. Die blaue Hand wird gescannt. Bibo, 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 bibo. Und nächster Raum. Und nächste Challenge. Aha, nix Chris. Ich weiß schon, was zu tun ist. Freund, ich bin... Wer bist du? Wer bist... High five. High five. Okay. Was? Oh. Ey, yo. Wir müssen jetzt hier... Riech den Revolver auf den Strommast und zieh den Hebel ab. Okay. Okay. Oh, okay, ich verstehe. Das bedeutet, das Ganze wird abgeschossen. Nee, genau so funktioniert das Ganze nicht. Aber wir müssen jetzt hier rangehen. Und dann, bam. Nee, okay, warte. Wie schieße ich das Ding jetzt ab? Hallo? Ah, ich glaube, wir müssen das Ganze so aufrichten und dann, ah, hier den Hebel drücken. Den dicken Hebel, den habe ich gesehen. Zack, easy. Okay, und damit sollte ich jetzt... Hier die Tür öffnen. Hoffentlich. Oder müssen wir noch ein anderes Rätsel lösen? Ah, okay. Es geht hier weiter. Okay, es geht hier weiter. Hier ist noch einer. Oh, okay, 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 okay. Aber ich glaube, eigentlich könnte das Ganze nicht so schwer sein. Der Kollege muss wahrscheinlich auf den hier zeigen, denke ich mal. Warte, 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 warte. Was macht der jetzt? Ist er jetzt ganz alleine hier und schießt da drauf? Oder müssen wir das Ganze jetzt hier... können wir das währenddessen umdrehen? Nee, das geht nicht, ne? Das müsste aber eigentlich schon richtig sein. Oh, ich glaube, wir müssen den Strahl hier rauflenken. Kann das sein? Ich glaube schon. Lass uns mal unsere Hand zurückholen. Und zwar öffnet das Ganze aber das hier. Das bedeutet, wenn das Ganze nicht aktiviert ist, ist das geschlossen. Ich kann mir vorstellen, wir müssen das Ganze irgendwie von oben öffnen. Wo sind wir jetzt? Nee, hier will ich gar nicht sein. Hier will ich gar nicht sein. Können wir hier nach oben? Okay, wir müssen... Ist irgendwie so ein Jump-Pad oder so, wisst ihr? Womit wir so nach oben bouncen. Bouncen können? Oder können wir einfach... Ja. Hier rüber springen. Aha. Aha. Okay, jetzt sind wir hier oben. Wir müssen wahrscheinlich auf die andere Seite, sonst gäbe es das Ding hier gar. Kommst du her? Kommst du? Her. Okay, okay. Das Ding schießt darauf. Dann geht das hier drauf. Dann würde ich sagen... Lass das Ganze erstmal austesten. Okay. Warte, 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 warte. Das hat ja, nicht so gut funktioniert. Nee. Wir müssen das Ganze so machen. Es muss echt erstmal das aktivieren. Jetzt aktiviert sie den Schalter. Wieso funktioniert das Ganze nicht? Oh. Wir müssen das Ganze erstmal drauf lenken. So. Jetzt. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Das muss doch direkt hier drauf schießen. Das müsste doch so richtig sein. Wir aktivieren den Schalter und... Ha. Das Ganze muss, glaube ich, erstmal aktiviert werden. Das bedeutet, wir können jetzt hier auf diese Seite rübergehen. Check. Okay, soweit habe ich gecheckt. Und dann würde ich sagen, wir müssen erstmal den. Es muss ja nicht direkt First Try klappen. Der zielt jetzt hier drauf. Auf diese Klatsche hier. Genau. Und das Ganze... Muss jetzt, sagen wir mal, hier zu dem Kollegen hier. Ich glaube, das wird am meisten Sinn machen. Das bedeutet, wir richten den Revolver aus. So, zieh das Ganze hier hin. Check. Alle Position. Der schießt seinen Scan darauf. Er schießt darauf. Ey! Wieso geht er da oben? Och, nö. Ah, da oben sind diese Dinger. Ey, yo! Wohin muss der? Kann er auf die andere Seite? Das hat doch gar keinen Sinn hier auf die Seite, oder? Gibt es hier irgendwas, was er treffen könnte? Nö. Gibt es hier irgendwas, was er treffen könnte? Auch nicht. Was ist seine Mission da oben? Was ist seine Mission? Gibt es da hinten irgendwas? Hier ist auch kein Knopf? Nehmen wir an, das wäre nicht da? Da oben! Aber die Wand ist im Weg. Oh, ich checke! Alle bei den Positionen. Zack. Kollege... Schnürschuh, darauf. Dann geht das Ganze hier nach oben, bam. Wir müssen aber auf die andere Seite.
um das Ganze jetzt zu deaktivieren. So, damit hier das Schloss fällt und dass der Scan darüber kann. Wie schlau. Wie schlau von mir. Zack, aber wir hätten auch einfach hier so rüber gehen können. Ich weiß nicht, ob das Ganze so bedacht wurde. Und von hier aus können wir den Schalter betätigen. Wieso klappt das Ganze nicht? dann müssen wir doch das Ganze vielleicht aktivieren. Hä? Oh, jetzt haben wir es geschafft, Freunde. Wir mussten das Ganze... Okay, wir mussten das Draht hier rüberziehen. Ah, okay, dass das Ganze blockiert wird. Okay. Nächstes Rätsel. Nach einer halben Stunde gelöst. Aber immer gelöst, Freunde. Gelöst ist gelöst. Auch wenn es echt sehr lange gedauert hat, muss ich sagen. Aber es geht weiter, Freunde. Wow. Sollte das mich jetzt erschrecken? Ich denke ja wirklich, ich bin so schreckhaft. Von dem bisschen im Wasser im Gesicht. Auf gar keinen Fall. Nie im Leben. Okay, Freunde. Ich bin gespannt, wann wir auf Catnap treffen. Was ist das hier? Ist das ein Ziegeltor? Oh, ein Aufzug. Ist hier irgendwas erst... Ach, nee, wir können hier nicht durch. Let's go! Ab jetzt raus aus diesen Trümmern hier. Ich habe gesagt, raus aus den... Hallo? Hier sind wir stehen geblieben, oder was? Hä? Na toll! Jetzt klappt der Aufzug nicht. Okay, hier können wir auch nicht vorbei. Können wir jetzt da oben schwingen? Okay, jetzt klappt's. Noch klar. Oh, nee, ich kann diesen Ort nicht mehr sehen. Ich will hier weg. Ich will einfach nur weg hier. Lass mich einfach raus. Okay, es geht weiter. Jetzt noch weiter nach oben. Oh. Freiheit! Oh, Kissy Missy! Oh mein Gott! Nein, loslassen! They didn't do anything wrong. Sie haben nichts falsch gemacht! Poppy und Kissy Missy! Was? This place makes her sind sie lieb? I'm glad that Ollie, ich bin froh, dass Ollie dir helfen konnte, es so weit zu bringen. Okay, Ollie war ja am Telefon mit uns die ganze Zeit. Er ist der Grund. Oh, er? Okay. Yo, kannst du auch auf die Schulter nehmen, Kissy? Ich hab keine Lust zu rennen. Du hast schon so viel durchgemacht. Mhm. Ja, da sagst du was. Du verdienst eine Erklärung. Okay. Redet Kissy Missy auch mit uns? Hallo? Wir kommen schon klar. Okay, Freunde. Interessant. Oh! Seht ihr den Schlüssel? Oh, yeah. Da ist der Aufzug. Wie sie Poppy hält. Hey, ich will auch getragen werden. Okay. Hier ist alle Platz für alle. Oh, wieso hältst du ihren Arm? Hör zu, ich bin nicht dein Feind. Das würde nur ein Feind sagen. Aber ich kann dich einfach gehen lassen. Was hier unten passiert, ist größer als wir alle. Und ich brauche dich. Damit wir uns an den Monster rächen können. Ich weiß, Freunde. Können wir Poppy vertrauen? Haben wir eine Wahl? Sie haben nicht allein gehandelt. Sie sind Jünger des Originals. Der Prototyp! Wieso hältst du dich, Kissy, die ganze... Oh, sorry. Ja, alles gut. Ey! Sorry. Ich schläf jetzt einfach hier. Während ich harte Arbeit machen muss. Mhm. Okay, und jetzt? Licht! Okay, der Strom ist wieder an. All das nur, um den Strom anzumachen. Let's go! Der Prototyp weiß inzwischen, dass wir kommen werden. Wenn du versuchst zu fliehen, wird er dich erledigen. Bevor du überhaupt die Eingangstür erreichst. Er ist der Grund, warum ich gefangen war. Diesem grässlichen Fall schon lange. Du hast keine Ahnung, was er alles getan hat. Okay, sie sitzt an ihm und chillt ihr Leben. Ich helfe dir, alle zu retten. Wir haben alle gesehen, wie fähig du bist. Du hast Huggy erledigt. Was? Du hast Mami erledigt. Du hast mich befreit. Freunde, wir haben wirklich Huggy erledigt. Das ist das erste Mal, dass es bestätigt wurde.
Catnap kommt. Er ist das letzte Hindernis zum Prototyp. Wir können hier nicht bleiben. Oh, sie hält sich auch an ihrem Bein. Okay, Mami ist anscheinend verletzt. Kitsy. Freunde, das ist das erste Mal, dass bestätigt wurde, dass Huggy Wuggy wirklich erledigt wurde. Ey, yo! Es wurde gesagt, in Chapter 1 haben wir ihn zwar erledigt, aber viele haben gesagt, dass er vielleicht bald wieder zurückkommen wird, aber wir haben ihn wirklich erledigt in Chapter 1. Hey, hey! Hey, hey, da bin ich wieder! Like es scheint, jetzt habe Poppy jetzt alles erklärt. Und sie schaltet die Notstromversorgung ein. Der Plan ist ziemlich einfach. Wir müssen die Stromversorgung im Gasförderungsgebiet wiederherstellen. Geh zurück zum Home Sweet Home Gebäude, in dem du gerade warst. Och, nö. Ein großes Stromkabel. Nimm es und steck es unter der Statue ein. Okay. War das das Haus? Ich will hier nicht nochmal rein. Ah, oh, das ist Stromkabel. Okay, Freunde, Huggy Wuggy wurde erledigt in Chapter 1. Freunde, schreibt gerne in die Kommentare, was denkt ihr? Denkt ihr wirklich, Poppy ist lieb? Wisst ihr, was meine Theorie ist? Es könnte vielleicht auch nicht stimmen, aber ich kann mir vorstellen, dass Poppy vielleicht sogar die Böse ist. Wir kommen jetzt da rein. Dass Poppy vielleicht sogar die Böse ist. Und wir gar nicht vertrauen können. Und sie uns nur zwingt, zum Beispiel Huggy zu erledigen. Wir haben wegen ihr, wir haben Huggy erledigt. Wir haben Mami Longlegs erledigt in Chapter 2. Und wir haben sie befreit. Aber was ist, wenn sie eigentlich das Böse ist? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Okay. Ah, wir müssen es wahrscheinlich hier reinstecken. Oder? Ah. Awesome. Unglaublich, seht ihr das an? Strom geleitet. Das war der Notstromgenerator für dieses, glaube ich, dieses Gebäude. Hier das Playhouse, Büro, Schule. Jetzt hast du einfach den Home Sweet Home Notstrom genommen und ihn hierher geleitet. Wir sind zur Hälfte fertig. Aber wohin jetzt? In dieser Gegend ist überall ziemlich gefährlich. Ah, danke schön. Vor allem das Spielhaus. Hier geht's! Yikes. Also am besten was soll ich durch die Schule? Das ist ein schöner Ort. Naja, Catnap lässt diesen Ort normalerweise in Ruhe. Ja, ich kann Catnap verstehen. Okay, danke schön für den Schlüssel. School Key. Okay, Freunde. Nächste Mission. Es geht weiter. Okay, mit Licht sieht das Ganze doch schon ein bisschen besser aus hier alles. Ist das die Schule? Nee, das sieht aus wie eine Bank, oder? Spielzeuge? Oder ist es die Schule? Das sieht mir aus wie eine Schule. Von da kamen wir. Ist das hier die Schule, Freunde? Ich weiß nicht, aber wir haben den Schulschlüssel auf jeden Fall jetzt hier, gefunden. Okay. Das ist die Schule. Ich hatte recht. Sehr gute Arbeit. Ab geht's in die Schule, Freunde. Catnap meidet diesen Ort, meinte sie. Wir werden's sehen. Okay, wir sind drin. Wir sind in the building, in the school. Den Ort hätte ich mal vielleicht ein bisschen öfter besuchen sollen. Okay, mach's kurz. Schalte den Generator ein. Verlass das Gebäude und schließe das Stromkabel der Schule ins Zentrum ein. Ja, das hört sich echt so einfach an, aber kannst du auch gerne helfen. Sei vorsichtig. Ich glaube nicht, dass ich auf der Seite der Kuppel bin. Und du wirst nicht alleine sein. Da ist noch jemand drin. Das sind nicht deine... Okay, das bedeutet, wir werden wahrscheinlich gleich auf irgendeinen anderen Charakter treffen in der Schule. Und es wird aber nicht Catnap sein. Der Catnap meint... This is Mr. Light speaking. Hier spricht Miss Delight. Bitte entschuldige unterbrechen. Schüler, bleibt auf euren Plätzen, bist du gut geleitet. Und kein Betreten der Flug- oder Ausweis. Miss Delight? Neuer Charakter? Hilfe, ja. Das könnte auch von einer normalen Schule sein. Okay, Freunde. Zack, wir haben Strom. Lass erstmal abchecken, für was wir den Strom überhaupt bräuchten könnten. Hier ist der Ausgang. Von dir, von dir kommen wir. Och nö, ich will hier nicht durch. Ich will hier nicht durch. Aber naja. Uns bleibt nichts anderes übrig. Was ist da oben beim Strom? Passiert bitte. Okay, warte, von wo haben wir den Strom jetzt genommen? Ich habe mich wieder verlaufen. Ich habe mich wieder verlaufen hier. Genau, und dann müssen wir das Ganze hier, wo war das Ganze? Zack. Okay, Miss Delight. Och, nö. Och, nö. Hier spricht Miss Delight. Bitte entschuldige die Unterbrechung. Kein Problem. Schüler, bleibt auf den Plätzen. Bist du gut geläutet? No, und kein Betreten der Flure ohne Ausweis. Und wir sind in der Flur ohne Ausweis.
Ah! Oh mein Gott. Hab ich mir von diesem Mülleimer erschrocken. Okay. Wir brauchen Batterien. 2 Stück. Here we go again. 2 Batterien. Okay, eine ist da. Wie kommen wir da hin? Das haben wir im Unterricht nicht gelernt, aber hier. Können wir das irgendwie zur Seite schieben? Ist irgend so ein Loch, oder? Okay, wir kommen nicht an die Batterie dran. Das ist... nicht gut. Cleany... was ist das? Cleany Willy. Wie kommen wir jetzt aber den Knopf hier dran? Okay. Wir gehen in die Schule. Ich meine, irgendwo anders muss ja noch eine zweite Batterie geben. Hier gibt es kein Entkommen. Hier können wir tatsächlich rein. Interessant. Gibt es hier eine Batterie vielleicht? Alter, was ist hier oben passiert? Holy. Okay, da. Die Tür. Okay, die Tür ist versperrt. Müssen wir wieder in der ganzen Schule? Warte mal. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Nee. Weil hier ist theoretisch Strom. Für die Tür, aber... ich glaube nicht, dass wir hier mit jetzt irgendwas machen können. Wir brauchen das in der ersten, genau. Wenn wir die Batterien haben. Okay. Ah, wir können hier vorbei. Okay, nicht schlecht. Oh. Wait, I recognize ich erkenne dich. Yes. Ja, ich erinnere mich. Nö, nein, ich habe ihn. Du hast hier gearbeitet. Wie geht es dir? Alive. Lebendig. Hm? Nein. Barb? Oh. Ey, yo, ich bin nicht Barb. Barb sagt, du suchst nach einem Mitarbeiter. Catnap wouldn't like that. Catnap würde es nicht gefallen, dass du hier bist. You should leave. Du solltest gehen. For your own safety. Zur eigenen Sicherheit. Och nö. Och nö, Mann. Oh, hier ist wieder so ein Fernsehen. Okay, ich glaube, zu den Fernsehen. Ich glaube, hierfür gibt es keine Kassetten, Freunde. Aber. Wie soll die rausgehen, meint sie? Catnap wird es nicht gefallen. Soll ich hier raus? Natürlich nicht! Okay, wir müssen wahrscheinlich hier durch. Die Tür ist versperrt. Okay, wir haben. Ganz hinten hatten wir Strom gehabt, ne? Reicht das bis hierhin? Können wir den Strom aufladen bis hierhin? Nee, niemals, oder? Was ist hier oben? Gibt es hier noch irgendwie. Bisschen Strom, bisschen Energie für mich? Ah, okay, tatsächlich. Warte mal. Können wir von hier gibt es vielleicht irgend so ein offenes Fenster oder so, wo wir den Strom bekommen können? Nee, okay. Wir testen es. Wir machen Speedrun. Da ist der Strom. Ah, nee, warte mal. Von hier können wir gar nicht Strom bekommen, ne? Müssen wir noch weiter hinten schauen. Hä, das geht gar nicht. Ich glaube nicht, dass das Ganze geht. Hier geht's auch noch nicht entlang. Was war wir hier schon drin? Oh, hier ist eine Batterie. Okay. Hier ist so eine Schildkröte. Die schillende Schildkröte. Haben wir hier schon? Okay, hier ist der Gang. Hier sind Batterien. Okay, eine haben wir gefunden. Die andere ist halt da drin, ne? Keine Ahnung. Oh. Keine Ahnung, wie wir an die rankommen sollen, jetzt ehrlich gesagt. Hm. Oh, Freunde, schaut mal. Es geht hier noch nach oben. Aha. Und jetzt können wir hier... ah, durch den Lüftungsschacht hindurch. Okay. Vielleicht versteckt es ja hier irgendwo die Batterie oder sowas. Oder vielleicht wird auch hier Misty Light. Oh, warte, wir sind in der Batterie. Let's go, wir haben sie. Können wir sie rüber jeden oder so? Oder können wir... okay, wir müssen wahrscheinlich wieder... Didi, Spider-Man. Okay, wir müssen jetzt wieder hier raus mit der Batterie in der Hand. Warte mal. Können wir einfach hier so... zack, rüberspringen. 5 vor die Kuh. Einfach ein bisschen abkürzen hier. Dann rennen wir hier weiter. Und wir sollten... genau, hier seid. Easy. Bye, bye. Zack. Okay, wir haben den Strom. Und den Strom bauen wir jetzt. Schnell. Für die Tür. Boom. Easy. Okay. Wir haben wieder eine Kassette. Ist die da? Was leuchtet hier so? Ich dachte, hier wäre die Kassette oder sowas. Okay, wo könnte die sein? Ich würde die gerne abspielen auf jeden Fall. Wenn wir jetzt nicht eine Stunde brauchen, um sie zu finden. Ah, ey, die muss auch locker hier sein. Hier leuchtet irgendwas. Ah, okay. Da liegt sie.
Hier habe ich doch gar nicht nachgeschaut. Zack, okay. Da haben wir sie. Wir dürfen natürlich hier nichts verpassen hier. Ich will alles mitbekommen. Im neuen Chapter. Dann zeig mal her. Wo sind die Kinder? Bitte. Wo sind die Kinder? Sind sie am selben Ort wie die Arbeitnehmer? Nein. Sind die Kinder sicher? Ja. Kann ich ihn sehen? Nein. Und das war's. Das war alles, was er mir erzählte. Okay. Wahrscheinlich, weil er wusste, dass ich sie alle erledigen werde. Okay, chill. Das hört sich nicht gut an. Hey, Freunde, diese Videobotschaften machen mir Angst. Das ganze Spiel macht mir Angst. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck. Junge, diese Bildschirme. Die sehen lustig aus. Okay. Jo, hier ist die ganze Schule. Sieht mehr aus wie ein Gefängnis. Muss ich sagen. Guck mal, die Lampe ist sogar noch an. Wieso sind die Lampen noch an? Okay, hier ist Ende im Gelände. Ist hier oben noch was? Nee, okay. Wir bauen eine Batterie. Von wo bekommen wir jetzt... Alter, hab ich mich erschrocken. Von wo bekommen wir jetzt hier eine Batterie her? Wir brauchen hier Strom und eine Batterie. Können wir hier hindurch? Warte mal, guck mal, hier ist doch... Eigentlich ist hier ein Riss. Eigentlich können wir doch hier... nee, okay. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Strom und Batterie brauchen wir jetzt hier. Okay. Für die nächste Tür. Okay. Ab geht es hier nach oben, würde ich sagen. Ich glaube, okay, hier nach oben können wir nicht, aber wir müssen, glaube ich, wieder hier durch den Lüftungsschacht. Ich glaube, das ist der einzige Weg hier. Und hier irgendwo ist noch Misty Light. Eieiei. Das kann was werden. Das kann auf jeden Fall hier noch ein Riesenspaß drin werden in der Schule. Oh mein Gott! Da war sie! Oh! Das ist gut zu hören, was? Sie sehen sich ein bisschen anderen Menschen sehr ähnlich. Ich frage mich, ob deine Schrei ausklingen werden wie der anderen. Was? Ich freue mich darauf, das herauszufinden. Nö, ne? Bitte. Bitte, lass mich in Ruhe. Okay, die Tür ist verschlossen. Wie ist sie eingesperrt? Okay, chillig. Das ist schon mal kein gutes Zeichen hier. Aber wir haben den Strom. Okay. Hier raus. Die Lüftungsschacht auch nicht. Ah, okay. Wir können ja hier... Das habe ich schon ganz vergessen. Hier die Dinger wegschieben. Von den Türen. Aber hier irgendwo... Wird sie wahrscheinlich sein. Okay. Zack, wir holen Strom. Zack. Und öffnen. Nicht betreten. Okay, das hätte ich vielleicht vorher lesen sollen. Aber wir sind drin. Ey, das ist sie. Misty Light wahrscheinlich, oder? Hello, ja. Hallo, Schüler. Ich finde, dass meine Schwester und ich Fakten zu einer Vielzahl von Themen lernen sollten. Woher? Drücke meinen Knopf, um einige Fakten zur Anatomie zu hören. Wusstest du, dass es im menschlichen Körper 60.000 Meilen Blutgefäße gibt? Ja. Zum Vergleich, der Erdumfang um den Äquator beträgt fast 25.000 Meilen. Wow, Misty Light. Interessantes Thema. Der kleinste Knochen im Körper ist der Steigbügel der Moor. Okay. Wenn du es jedoch beschädigst, riskierst du dein Gehör zu verlieren. Dann sollst du am besten nicht schreien, so viel. Möchtest du mehr über menschliche Organe erfahren? Pass im Unterricht gut auf. Okay. Du Misty Light. Schön, sie kennenzulernen. Schön, sie kennenzulernen. Okay, wir sind im nächsten Raum. Wir haben Strom. Wir haben hier irgendwas. Und wir haben Clitty Willy. Am Start. Okay. Nächste Challenge. Müssen wir den Generator jetzt anbekommen. Ah, wir müssen das Ganze so machen, ne? Zack. Oh oh. Nein! Nein! Es ist Misty Light! Oh mein Gott, gib mir die Batterie. Ich bin weg. Ich bin weg. Tschüss! Ich muss los! Oh mein Gott. Renn! Renn! Renn, 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 renn. Oh mein Gott. Misty Light ist da! Ey yo! Sie bewegt sich. Wenn wir sie anschauen, bewegt sie sich nicht. Das bedeutet, wir müssen einfach nur. Alter, nein, sie anschaut. Nein, Sackgasse. Misty Light, ey da. Ich muss aber durch, Mann. Oh mein Gott. Schaut sie euch an, wie gruselig sie ist. Können wir die Tür jetzt schließen? Tschüss. Wohin müssen wir? Oh mein Gott, stehen geblieben. Und zack. Okay, let's go. Let's go, ganz vorsichtig.
ganz vorsichtig, was auch immer sich hier geöffnet hat. Okay, ich glaube, das hinter uns. Renn! Oh mein Gott. Ja, tschüss, du Noob! Noob, Noob! Noob, Noob! Noob, Noob! Oh mein Gott! Renn, ich renn, ich renn. Ha! Haben wir sie abgeschüttet? Du kannst teleportieren. Na klar, oh mein Gott! Geh weg. Das war knapp, das war knapp. Ich weiß nicht mehr wohin. Was ist unsere Mission? Was ist. Nein, nein. Nein, wir müssen hier vorbei. Wir müssen immer durch. Alter, Alter. Ah, ah. Okay, alles gut. Ich war ja doch eh mein Lieblingsschüler. Okay, sie bleibt stehen. Sie bleibt wirklich stehen. Wenn wir sie anschauen. Okay, das ist die Taktik. Wir müssen spawnen. Nein. Von wo? Von wo haben wir den Strom genommen? Oh, oh, ich hab Angst. Ich hab Angst. Geh weg, hau ab. Bitte. Bitte. Ich passe im Unterricht immer gut auf. Oh nö. Oh nö. Ah. Nein. Ah. Warte. Wie soll ich das hinbekommen? Wir schauen weg. Jetzt? Hä? Ich muss durch. Ah! Oh mein Gott. Was war das für ein Jumpscare? Also für den Jumpscare hat es sich gelohnt. Ey, yo. Okay, von dir gestartet. Tschüss. Und ich hau ab. Okay, Freunde. Wir sind wieder hier. Wir müssen alles von vorne quasi machen. Okay, wo ist die Batterie? Wo ist die Batterie? Ah, ne. Wir müssen hier... Chill. Stopp. Stehen geblieben. Nein. Ich weiß nicht, wohin wir müssen. Wir laufen rückwärts. Okay, ich glaube, das ist die Taktik. Schnell. Wir schauen zu, ja. Okay, hinter uns hat irgendwas geöffnet. Okay, hier waren wir. Wir bauen jetzt den Strom. Ganz vorsichtig. Zack, okay. Let's go. Und jetzt rennen wir. Sie wird irgendwo hinter uns sein. Okay, wir schauen hinter uns. Zack, nächster Raum. Keine Chance, Misty Light. Okay, wohin müssen wir? Wir schauen sie einfach noch an. Wir müssen nach links. Renn! Alter, sie ist richtig schnell. Sie ist viel zu schnell. Sie ist Sportlehrerin. Holy. Hier ist irgendwas? Wo ist die? Was machen wir? Okay, jetzt öffnet sich irgendwas. Das ist ein gutes Zeichen. Ich renn. Einfach rennen. Und hinter uns gucken ab und zu. Alter, ich höre ihre Schritte. Oh nein, was ist hier? Okay, hier können wir anscheinend nichts machen. Ich glaube, sie kommt von hier, ne? Ah, falscher Klassenraum. Sorry. Falsches Klassenzimmer. Juhu. Das ist unfair. Ich wusste nicht, dass sie das kann. Wieso kann sie das? Wieso kann sie einfach durch Türe treten? Okay, hier haben wir alles geöffnet. Oh, in der Sackgasse. Chill, Missy Light. Bitte lass mich. Oh, nö. Ich weiß, was müssen wir tun? Wo ist sie? Oh, ich höre nur ihre Schritte. Ich laufe hier im Kreis. Wie so ein Noob. Okay, voll. Wir müssen jetzt probieren. Irgendwie das Schulzeit kommen. Okay, da war sie. Wir haben Strom. In der Mitte finden wir Strom. Für was brauchen wir denn Strom? Achtung, jetzt wird sie gleich kommen. Buh! Hallo! Oh mein Gott, okay. Renn! Stopp! 6 sitzen geblieben, bitte. Okay, wir haben hier den Strom. Okay, aber was haben wir jetzt damit? Oh ne, sie ist im Klassenraum. Wir gucken weg. Komm! Ja, noch ein Stück, alles gut. Falsches Klassenzimmer. Okay, wir holen den Strom. Jetzt rennen wir. Renn. Alter, sie ist viel zu schnell. Ich weiß nicht mehr, wohin wir rennen. Ich weiß nicht mehr, wohin muss der Strom? Hier ist was. Okay, chill. Alles gut. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Renn. Okay, jetzt mehr hier. Jetzt mehr wieder hier. Boah, da steht sie. Da steht sie auf jeden Fall gut. Freunde, wohin müssen wir? Hilfe! Shit, Hilfe. Oh mein Gott! So gruselig. Oh, warte mal. Ich glaube, wir müssen hier. Zack. Wo ist sie? Ist sie weg? Ich glaube, wir müssen hier durch. Let's go! Wir haben irgendwas geöffnet. Okay, ich glaube, sie ist weg. Alter, zwei Batterien. Von wo sollen wir... Hier ist die Batterie! Ich glaube, hier sind sie los. Kann das sein? Wir brauchen überall aber zwei. Von wo sollen wir jetzt die zweite herbekommen? Ah, hier brauchen wir nur eine. Warte mal. Ah, wir können die irgendwie rausholen. Easy. Wo ist sie? Hilfe!
Da ist die zweite Batterie. Wir haben es eigentlich geschafft. Easy. Easy, zweite Batterie. Misty Light. Ihr Lieblingsschüler. Okay, hierfür brauchen wir eine. Ich weiß nicht, ob sie uns noch verfolgt. Oh, oh mein. Was war das? Okay. Hä? Was ist denn tun? Hä? Irgendwas falsch gemacht. Hierfür? Und mit Batterien hierfür? Nee, nee. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, ob wir sie los sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie steht im Moment hinter uns. Okay, wir aktivieren einfach. Ah, hier irgendwas. Ah ja, das öffnet sich. Gutes Zeichen. Wir holen Strom. Ich weiß, was wir tun müssen. Okay, ich glaube, wir brauchen die Batterien. Pack das Ganze jetzt hier rein. Jetzt holen wir den Strom. Hol den Strom rauf. Und wir müssen, glaube ich, direkt hier beide Batterien holen. Zack. Und währenddessen den Strom aktivieren. Tschüss. Tschüss, du Dumm. Oh mein Gott, das sieht aus, ja. Nein. Oh mein Gott, Misty Light. Oh. Rennen. Oh, hier ist ein Schalter. Drück. Wow. Ja, das gibt eine 6. Was? Wir haben sie erledigt. Tschüss. Was war das bitte für ein krasser Boss? Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Jetzt fühle ich mich krass. Jetzt kann mir keiner mehr was. Ich bin Hoppy Hops. Gotsch. Willst du mit mir zum Mond hüpfen? Nö. Bei 3 mit mir. Wieder. Hör zu. Das wird nicht aufhören. Bis wir es zum Mond geschafft haben. 1. Springen. Boah. Was ist das hier? Weiß ich, das wäre ein Item. Puh, Freunde, wir bereuen uns. Halten wir fest, wir haben Misty Light, den brandneuen Charakter, in Poppy Blader Chapter 3 besiegt, in der Schule. Was war das für eine krasse Verfolgungsjagd? Och nö, und wieder eine Batterie. Ach, okay. Ich dachte schon, wir müssen jetzt irgendwie die andere Batterie holen, aber. Boom. Easy. Was ist das? Okay, wo ist jetzt die Kassette hier? Aha. Direkt vor unserer Nase. Okay, Freunde. Poppy Blade im Chip und rein, let's go! Okay. Ich drehe doch durch. Blöder Knobelaufzug. Was war das? Richie? Nichts. Lass uns diese Lieferung einfach abgeben und gehen. Okay, das könnte vielleicht Mitarbeiter sein in der Play Care Factory. Oh. Ah! Das war der Sound in der Gondel. Ich nehme an, du bist kein Fan von diesem Ort, nicht wahr? Sie waren in der Gondel anscheinend, wo wir auch waren, Freunde. Nö, nicht mehr auch das Gefühl nehmen. Ich meine, denkst du nicht, dass diese Kinder etwas Sonnenlicht verdienen? Anstelle von Flutlicht und gemaltem Himmel? Verdammt, wir dürfen nicht einmal mit diesen Kindern reden. Ist das nicht... Sorry, Stu. Wie bitte? Das klingt nicht nach dem Richie, den ich kenne. Nun, ich versuche, nicht mehr ständig so wütend zu sein. Meine Frau sagt, ich sei ein reizender Mann. Aber ich muss mein Temperament zügeln. Richie. Okay, Freunde, das bedeutet, sie kritisiert anscheinend auch die Playcare, also dieses Playcare. Ehrlich, bis zum Abwinken. Wir gehen mal in der Zeit weiter. Aber das hat mir schon immer an dir gefallen. Ja, und du bist einer der wenigen. Zack, let's go. Ab geht es hier rüber. Okay, Freunde, weißt du, Richie, da meine Pensionierung bevorsteht. Pensionierung. Okay, das sind anscheinend wirklich Arbeiter. Sie haben darauf gedenkt, dass ich meine Nachfolger wähle. Was ist jetzt da oben? Ah, hier nach unten. Ich denke darüber nach, dir die Rolle zu geben. Oh. Wirklich. Noch nichts Offizielles. Aber ich glaube, dass sich hinter der rauen Schale ein anständiger Kerl verbirgt. Ja, Richie ist ein guter. Richie ist ein guter auf jeden Fall. Ich meine, ihm gefällt das Ganze auf jeden Fall auch nicht. Was hier passiert in der Playcare Factory? Was mache ich eigentlich hier? Wow, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal hier nach oben springen. Ich bin nur froh zu sehen, dass nicht jeder es auf mich abgesehen hat. Nicht jeder, Richie. Nicht jeder. Okay, Freunde. Während ich hier alles vorlese, seht ihr auf jeden Fall 1A Gameplay hier. Wie ein Loop. Hier nicht hoch. Ah, ich wollte schon sagen. Wie unsportlich bin ich denn? Aber das geht ja noch.
Ach, müssen wir auf die Leiter? Was müssen wir überhaupt generell tun? Okay, das Kabel geht nach oben. Generell das Ziel von dem Spiel ist ja hier alle Kabel und den ganzen Strom überall anzuschalten. Okay, nachdem wir es vermasselt haben, sieht aber nicht so aus, als würde es hier weitergehen, oder? Richie, was sagst du dazu? Ich meine, so können wir nicht jumpen, ne? Wir müssen immer diese Jump-Pads haben. Okay, vorsichtig. Keep locked. Ab nach unten. Okay, was ist denn aber hier? Also, wir können jetzt hier den Strom. Seht ihr irgendwas? Können wir irgendwas mit Strom aktivieren? Warum vielleicht? Nee. Also, hier. Warte mal. Ah. Nee. Jetzt haben wir da. Ah, okay. Wir müssen wahrscheinlich schnell genug sein. Ah, hier, guck mal. Hier ist so ein Pad. Okay, okay. Ich checke. Wir müssen schnell genug sein. Zack. Gibt es hier noch ein Pad vielleicht? Ah, okay, wir waren zu langsam. Müsst ihr das alles auf einmal machen? Ey, yo. Ey, no. Okay, das ist ein bisschen kompliziert, aber... nichts leichter wie das. Ich meine, wir haben Misty Light besiegt. Dann wären wir ja sowohl so ein, Noob-Ob. Dann wären wir ja sowohl so ein Noob-Ob schaffen. Ich habe echt viel Zeit wieder verloren. Komm schon. Gib Gummi, Junge. Gib Gummi. Okay, ich hoffe, wir sind oben. Ich glaube, wir sind oben angekommen. Let's go. Easy, easy, easy. Okay, so easy war es nicht. Aber oh ne, wenn ich die schon... oh ne. Was geht jetzt wieder hier ab? Was müssen wir jetzt wieder hier für ein Rätsel lösen? Okay. Müssen wahrscheinlich wieder hier den... okay, wir müssen wieder den richtigen Strom auswählen, Freunde. Wo fängt das Ganze an? Okay, hier ist ein Strahler. Da ist ein Strahler. Ab geht's auf die Seite. Hier ist ein Strahler. Okay, und da unten. Alter, okay, das wird kompliziert. Das wird auf jeden Fall kompliziert. Um dann am Ende, wir müssen wahrscheinlich den Aufzug hier anrufen kommen. Und da, okay, hier fängt das Ganze an. Freunde, Speedrun. Wir machen das Ganze Speedrun. Hier ist der Laser. Moin, moin. Willy. Der zieht da drauf. Zack. Okay, Freunde, wir sollten alles eingestellt haben. Ich hoffe, es wird funktionieren. Okay, wir jumpen auf die Seite rüber. Jetzt würde ich sagen, okay, enttäusch mich nicht, Kollege. Enttäusch mich nicht, Kollege. Wir betätigen Schalter. Die Stunde dabei. Zack, 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 zack. Und... hat's funktioniert? Hat's funktioniert? Ich glaube schon. Oh, boah, wäre ich jetzt hier runtergefallen. Okay, der Strom wird hier weitergeleitet. Sieht gut aus, oder? Wo ist der Aufzug? Okay, ich verstehe. Wir müssen das Ganze mal ausstellen, wahrscheinlich, oder? Damit. Okay, ah, von da oben kam der. Okay, das bedeutet, wir müssen das Ganze, während wir draufstehen, aktivieren. Easy. Zack, let's go. Und wir stehen drauf. Während sich alles aktiviert. Boom, boom, boom. Jawoll! Ja, es macht Spaß. Das ist cool. Also, solange man es versteht. Weiter geht's. Boah, wo sind wir eigentlich? Das ist ein riesen Höhle oder sowas. Was ist hier wohl passiert, frage ich mich. Das geht richtig tief nach unten. Ist er da wirklich runter? Hoppa! Okay, ganz vorsichtig. Wieso kommt so eine Musik? Kann nicht eine fröhliche Musik kommen? Okay, hier geht's in den Abgrund. Ah ja, wir gehen weiter. Einfach weiter geradeaus. Und raus aus dieser scheußlichen Höhle hier. Playhills. Restricted Area. Okay. Dann rein da, ne? Können wir nicht nach oben? Okay, wir gehen einfach geradeaus, Freunde. Komm schon. Let's go. Okay, wir sind richtig. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Freunde, warte mal. Was ist das eigentlich hier? Seit wann haben wir eine neue Hand? Yo, Peng. Yo, das sehe ich erst jetzt. Yo, wir haben so eine Sheriff-Hand einfach. Und damit können wir so Feuerbälle oder sowas schießen. Damit sehen wir auch was. Okay, das ist cool, Freunde. Das hätte ich mal vorher sehen sollen. Ich weiß echt nicht, seit wann wir das equipped haben. Aber, Alter, man kann damit ja richtig gut... in der Höhle sehen. Okay, ich glaube, das Item haben wir wahrscheinlich verpasst. Aber haben es in unserem Inventar wahrscheinlich. Ey, yo, wer bist du? Chicken! Yo, Peng! Oh mein Gott, okay, sie haben anscheinend Angst. Oh mein Gott, okay, du durch die Sachen, Freunde, ihr seht es. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier die grüne, die lila, ne? Und diese Peng. wir haben Sheriff ist am Start hier. Hand, und dann würde ich sagen, Peng! Oh ja, das funktioniert nicht. Hi, I'm Bobby Hallo, Bearhug. Ich bin Bobby Bear. Willst du wissen, wie sehr ich dich liebe? Hau raus. I love you to the moon ich liebe dich über alles. Bis zum Mond und zurück.
Ich bin verrückt nach dir. Wir kennen uns seit 10 Sekunden, Kollege. Entspann dich mal ein bisschen. Oder nicht, bin ich verloren. Ich war lange verloren. Bitte nehme ich diesmal mit. Du verlässt mich nicht, oder? Hallo. Okay. Okay, wir haben eine Kassette wieder irgendwo. Oh, ja, wir müssen Licht hier reinbringen. Bisschen Licht ins Dunkle. Dass wir die Kassette mal hier sehen. Was ist das hier für ein Raum? Hier ist wieder ein Generator. Nicht, dass hier gleich alles in die Luft gejagt wird. Das wäre nicht so gut. Okay, wo ist jetzt hier die Kassette? Oh, okay. Da ist sie. Zack, da haben wir die Kassette gefunden. Das Video lassen wir natürlich nicht entgehen hier. So, hier beim Fernseher. Ja, das ist cool, muss ich sagen. Dass man immer hier so ein bisschen Licht hat. Oh, Catnap. Okay, das ist Catnap. Experiment 1188. Lautzeit, richtiger Name nochmal? Okay. Ah, okay. Wieso sagt es nicht? Hey, Theo. Oh, Theo. How you doing, bud? Normally Theo's I have Dr. Sawyer do this, but he's normalerweise out, let's say. So you got me until they find his replacement. Ist die First off, congrats. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch. Das ist offiziell dein viertes Jahr in einem neuen Körper. Du hast echt Fortschritte gemacht, Kumpel. Übrigens sagt, dass wenn du die anderen Smiling Critters, Dog Day, Piggy Piggy, yada yada, du mit den Kindern klarkommst, wie die anderen auch. Aber schau dich jetzt an, die Kinder lieben dich mit rotem Rauch. Ich meine, das ist doch fantastisch, oder? Ist seine Stimme immer noch kaputt? Okay, Catnap kann nicht reden. Der Prototyp wird uns retten. Was? Theo, niemand wird dich retten. Wir müssen ins Gefängnis. Wir lassen dich ab und zu raus, um die Kinder bei Playcats zu besuchen. Aber dein Zuhause ist hier. Und was den Prototypen betrifft, so ist er in den Labors zu Hause. Dies ist jetzt sein Leben. Gewöhn dich daran. Oh mein Gott, okay, Freunde. Er meinte, der Prototyp wird ihn retten. Und er ist schon das vierte Jahr in dem Körper eingesperrt. Theo! Theo war sein richtiger Name. Bis er dann zu dem Monster wurde. Bis er zu Catnap verwandelt wurde. Und er meinte, der Prototyp wird ihn retten. Okay, ob da was dran ist? Wir werden sehen, Freunde. Ey, yo! Hier sind die ganzen Smiley Critters. Shake, 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 shake. Kollege, hau ab! Ist echt dunkel hier und müssen wir jetzt hier durch? Okay. Wir gehen einfach hier durch. Bitte lass mich in Ruhe, Smiling Critters, okay? Ich weiß nicht mal, ob die böse. Ew! Catnap! Ich will hier weg, ich will hier weg. Ich will einfach weg. Renn, 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 renn. Wo sind wir? In einem Spieleparadies. Oh mein Gott, wie viele gibt es von euch? Hau ab. Hau ab. Crafty Corn gibt es sogar auch. Haut ab. Lass Papa in Ruhe. Wir können hier nicht durch. Oh, ew! Okay, von da kommt. Oh, nö. Wo müssen wir? Gehen wir da rum? Exit? Okay, hier, wahrscheinlich hier entlang. Haut ab. Ich muss einmal durch. Ew. Oh, nö. Oh, nö. Hier spawnen die ganzen Viecher. Oh, nö. Oh, nö. Müssen wir hier entlang? Kamen wir nicht von hier? Oh, was für ein Geräusch, Alter. Gruselig sind sie. Wir gehen mal hier ab nach oben. Ich glaube, hier sind wir erstmal safe. Alter, was ist das für gruselige Geräusche? Lass mich doch bitte in Ruhe, Mann. Lass mich doch bitte... Oh! Yo! Junge, wie viele? Haut ab. Hier ist der Sheriff in der Stadt. Der Sheriff ist in der City. Pang! Easy. Pang! Okay. Haut ab. Okay, das ist cool. Das ist bis jetzt die coolste Art, muss ich sagen, in ganz Poppy Playtime, die wir bis jetzt hatten. Aber trotzdem, wo müssen wir? Wir können hier nicht durch, ne? Oh, ah, hier. Okay, let's go hier durch. Dann hier durch. Dann hier. Sind wir richtig? Nee, okay, sind wir falsch. Oh, ne. Hau ab. Hau ab, Bubble, Elefant, Chicken, Chicken. Bitte weg. Okay, ab geht es hier. Nach unten. Wo sind wir? Ich rutsche hier einfach irgendwo runter mit meinem Po. Keine Ahnung, ob wir hier richtig sind. Na toll. Na toll. Wie kommt. Nein. Komm jetzt bestimmt runter hier, ne? Wir müssen nach oben. Wie kommen wir jetzt hier nach oben? Kicken, Chicken. Ah, einfach so nach oben springen. Okay, hier sind wir safe erstmal. Oh, okay. Ah, wir haben jetzt irgendeinen Strom aktiviert oder so. Das ist schon mal. Ah, ein gutes Zeichen. Okay, ich verstehe. Wir müssen wahrscheinlich hier, das Ganze hier so draufstehen, kann das sein?
Okay, Leute, Leute, Leute! Chill! Chill! Nein! Und zack! Okay, ab geht es. So, wir haben jetzt schon mal den Knopf aktiviert. Das ist schon mal gut. Ich weiß ja nicht wofür. Aber. Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Okay, wir springen mal hier entlang. Smile. Oh mein Gott! Hab ich. Lass mich bitte durch, bitte. Ich habe euch nichts getan, Mann. Ich habe euch nichts getan. Okay, ich glaube, wir müssen hier entlang wieder. Wow! Okay, sie haben aber Angst davor, das ist schon mal gut. Ich glaube, wir müssen hier entlang. Hau ab, hau ab. Weiter mit die. Ey, ey, yo, wir sind im Kreis gelaufen. Wir können hier entlang gehen. Okay, hier ist aber eine Sackgasse, ne? Oh, hier ist noch ein Knopf. Ein weiterer. Okay, wir haben anscheinend jetzt zwei Knöpfe aktiviert. Let's go. Und damit können wir jetzt, let's go, den Knopf drücken. Boom. Und jetzt drehen wir uns hier, zack, im Kreis. Und ich glaube, müssen wir aussteigen? Ich glaube schon. Ey, haut ab. Lass mich in Ruhe. Ich muss einmal durch. Okay. Müssen wir nach oben oder nach unten? Es ist ganz schön dunkel hier. Peng. Aber wir können hier alles... Okay, Sackgasse. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht von diesen kleinen Smiling Critters erledigt werden. Die warten bestimmt hier irgendwo auf uns. Hey, ey, ey, Peng. Komm mir nicht näher. Komm mir keinen Schritt näher. Okay. Wir sollten es geschafft haben. Was ist mir jetzt? Alter, ist das ein Pool, der komplett ausgetrocknet ist? Mit Gummihähnchen? Oh, man konnte die sogar bedienen mal in Playcare. Interessant, das war wahrscheinlich so ein Spielzeug. Naja, was haben wir denn hier so? Außer den kleinen Entchen hier. Gibt es nicht viel zu entdecken, ne? Okay, hier gibt es keinen Ausgang. Hier gibt es auch keinen Weg. Ich schätze mal, wir müssen einfach geradeaus, oder? Was ist hier? Hier irgendwelche Haie oder sowas. Eine Schatztruhe. Und ganz, ganz viele Spielzeuge. Welche Tür nehmen wir? Ah. Okay. Das wäre aufs Gleiche hinauskommen. Oh, ist das ein Gefängnis? Wer wurde hier... gefangen gehalten? Können wir hier irgendwas aktivieren? Anscheinend nicht. Okay, wir gehen weiter. Okay, hier sind überall, wow! Oh, es ist Dog Day! Komm und rette uns! Was ist mit dir passiert? Nichts mehr zu retten, nicht hier. Du bist im Haus von Catnap, mein Engel. Hier zu Hause. Eine Million Augenpaare sind jetzt auf dich gerichtet. Beobachten, warten, hungrig. Sie so wollen nichts mehr, als unter deine Haut zu kriechen. Und dich Stück für Stück aufzufressen. Volles Dog Day! Dog Day, der von den Smiling Critters. Das zu füllen, was in ihren selbst leer anfühlt. Das Ding! Catnap! Der Prototyp ist ein Gott. Und das ist es, was er mit Ketzer macht. Diese kleinen Spielzeuge von Catnap. Und genau diesem Schicksal zu entgehen. Im Gegenzug werden sie gefüttert. Wir haben versucht, gegen die Kontrolle durch den Prototyp anzukämpfen. Ich bin der letzte Smiley Critters. Was? Hör mir zu. Ich muss von dir verschwinden. Okay. Du musst leben. Du und Poppy könntest das in Ordnung bringen. Diesen Wahnsinn zu beenden. Die Experimente und... Oh nein. Oh mein Gott! Hilf mir! Was? Oh! Oh mein Gott! Oh! Chill. Nein. Braves Hühnchen. Sitz. Sitz. Sitz! Nein! Nein! Aber lass... Nein, nein, nein. Oh mein Gott! Okay, okay, Freunde, wir müssen irgendwie entkommen. Er wird von den Smiling Critters erledigt. Und ich glaube, das ist der einzige Weg. Hier geht sich nach draußen. Ich schätze mal, wir müssen hier warten. Oh mein Gott, und yo! Oh mein Gott, Verfolgungsjagd! Oh mein Gott! Wir werden von Dog Day verfolgt. Nein, 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 nein! Hau ab! Hau ab! Okay, wir können anscheinend nichts regeln hier. Okay, hier entlang. Alter, das ist. Nein! Nein, Sackgasse. Nein! Okay. Let's go, let's go, let's go, let's go. Jetzt ganz, ganz schnell. Nichts hier raus. Hier entlang, alles klar. Wir müssen jetzt hier den richtigen Weg entscheiden. Okay, er ist anscheinend immun gegen das Feuer. Ich glaub, war hier der falsche Weg? Ah, hier war noch ein Weg. Schnell! Wir müssen durch! Oh mein Gott. Verfolgungsjagd! Verfolgungsjagd! Oh mein Gott, ich zeig nur das her. Links, links. Okay, wir gehen immer links entlang. Oh! Was machst du hier, Clay? Aua, bitte, bitte, verzieht euch, bitte. Nein, 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 nein.
Öffne dich! Wow! Oh mein Gott, Doc Dane! Er sieht uns her. Bitte. Wir rutschen runter. Wow, wow, wow. Okay. Haben wir es geschafft? Ich renn. Titan! Ist er noch hinter uns her? Wo ist er? Oh mein Gott! Okay, ich glaube, er verfolgt. Oh! Mein Ernst! Was macht der da? Okay, wir rutschen runter. Schnell! Let's go. Okay, Freunde, wir dürfen nicht in die Vorder rutschen. Da ist der. Okay, wir rennen hier weiter. Ich glaube, hier geht's weiter. Oh mein Gott, wir müssen schnell. Oh mein Gott, hier rüberspringen und. Wow! Wir haben es geschafft! Was? Okay, das war eine krasse Verfolgungsjagd. Das war's mit. Oh mein Gott, mit Dog. Mit dem Hund. Holy! Ich will da nicht wieder runter, oder? Müssen wir da jetzt wieder hier runtergehen, oder was? Okay, wir sind mit dem Aufzug einfach entkommen. Was war das? Okay, Freunde, das war eine krassere Verfolgungsjagd als mit Mami Longlegs in Chapter 2 einfach und es geht weiter. Ist alles in Ordnung? Keine Auras oder verlorene Körperteile? Nee, nur ein Hund, der mich auffressen wollte. Ich bin wirklich froh, dass dir gut geht. Ich will nicht noch mehr Freunde an diesem Ort verlieren. Okay. Hey, hast du den Schrein gesehen? Catnap hat das für den Prototyp gemacht. Bevor Catnap zu Catnap wurde, gab es einen schweren Unfall. Er wäre fast erledigt worden. Aber es heißt, dass der Prototyp sein Leben gerettet hat. Und er gab seine eigene Freiheit auf. Der Prototyp ist für Catnap ein Superheld, der diesen Ort gerettet hat. Deshalb behandelt Catnap ihn wie ein Gott und erledigt jeden, der ihm sich widersetzt. Oh, okay, ich verstehe schon. Ey, yo! Kann man die fahren? Dieser Schrein, hat er dich erschreckt? Nee, alles super. Mach dich bereit, bis du das Echte siehst. Wie auch immer, wir sind am Ende sehr nah. Ich habe dir einen neuen Schlüssel geschickt. Du gehst stattdessen in das Büro des Rates. Es ist nicht ideal, aber es sollte genug Saft haben. Wenn du den gerade zum Laufen bringst und ihn anschließt, ich glaube, wir sind fertig. Oh, was? Halt die Augen nach Catnap offen. Okay, Freunde, das bedeutet, wir nähern uns dem Bossfight. Wir nähern uns, ja, bla bla bla. Wir nähern uns dem Bossfight zu Catnap. Okay, er wird dir alles wegnehmen. Und wenn du am Verletzlichen bist, wird er dich erledigen. Catnap lebt für die Jagd. Viel Glück und bis bald. Okay, Freunde, wir haben ihn. Den letzten Schlüssel wahrscheinlich. Okay, ist das hier das Gebäude? Ja. Okay, Freunde. Let's go. Ich hab Bock. Catnap, komm her. Komm her, wenn du nicht traust. Ich bin ready. Okay, wir sind angekommen. Im Office. Im Büro. Ja, wenn ich das schon wieder sehe. Batterie. Ah, aber da oben ist die Batterie. Zack. Zack. Okay. Wohl kann man ja erzählen, wie viele Batterien man hier sammeln muss in Pokéblader. Hierfür brauchen wir eine Batterie. Easy recyceln. Hey, wir recyceln die Batterie. Ich weiß nicht, ob das geht, aber im Pokéblader, im Chapter 3 ist alles möglich. Meine Damen und Herren. Okay, boom. Sorry. Okay, hier ist nichts. Ist hier was? Nee, auch nicht. Ey, das ist echt praktisch, muss ich sagen. Catnap! Kleine Katze. Och nö, müssen wir jetzt die Batterie jetzt mir mitschleppen. Sieht's aus, ne? Okay, hierfür brauchen wir eine Batterie. Oder vielleicht ist hier noch eine. Im Büro. Nee. Wie läuft hier eine Musik? Okay, ich glaube, wir müssen die Batterie. Müssen wir es jetzt von Anfang an wiederholen? Ah ne, hier ist eine Batterie. Ah, wir müssen nur noch treffen. Oh! Boah, hab ich mich erschrocken. Da war Catnap! Holy! Okay, Desi kommt mir die Batterie auch nicht snacken. Okay, er ist hier. Er ist hier irgendwo. Da ist der rote Rauch. Help, Hilfe. Okay, die Tür geht nicht auf. Was steht da? Eduardo Gala. Okay. Er ist also der King hier. Der König. PJ! Packe Pillar. Von Chapter 2. Was ist hier der Rauch? Der rote? Okay, ich zieh mal vor, ich habe die Gasmaske auf. Wir schwingen uns nach oben. Catnap! Ich weiß, dass du hier bist, kleine Miezkatze. Alter, man sieht echt richtig schlecht, muss ich sagen, dadurch.
Das war ein Fail. Oh, schaut mal, hier ist Strom. Aha, und jetzt können wir uns hier nach oben schwingen. Okay, wir behalten den Strom mal. Ich weiß nicht, ob wir das Ganze brauchen, aber bestimmt, oder? Aha. Boom. Okay, das Ganze leuchtet. Ah, und jetzt können wir... Aber warte mal, aber wir müssen doch jetzt eine andere Hand equippen, ist das Problem. Können wir einfach so rüber? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, und dann wird das Ganze deaktiviert. Das bedeutet, wir müssen die Hand irgendwie aktiviert lassen. Okay, das bedeutet, Hand muss aktiviert sein, dass hier die Plattform überhaupt klappt. So, das bedeutet, zack, einmal hier rüber. Boom. Okay, jetzt haben wir das aktiviert. Bleibt das jetzt so? Nee. Okay, aber wir sind hier. Das ist schon mal gut. Was auch immer wir hier machen können. Okay, wir können trotzdem den Strom snacken. Hier das Ganze aktivieren. Jetzt haben wir das. Wir schaffen noch nie im Leben den Sprung. Wir können es probieren, aber eigentlich müssen wir die andere Hand aktivieren. Aber wenn wir die Hand aus der Hand nehmen, dann wird sie wieder deaktiviert, wisst ihr? Ich dachte, vielleicht können wir es dauerhaft anlassen. Nee. Ah, wir müssen wahrscheinlich mit der blauen Hand das Ganze aktivieren. Zack. Um jetzt die zweite Hand switchen zu können. Zu der lilanen Hand. Genau. Um dann rüber zu yeeten. Let's go. Okay, okay. Jetzt können wir das Ganze aktivieren. Jetzt ist das aktiviert. Okay. Jetzt. Alter. Wohin müssen wir? Einfach da oben. Hier drauf. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Oder wir müssen wieder. Ah, warte. Wir müssen wahrscheinlich wieder. Hä? Zurück? Okay, jetzt haben wir ein Problem. Aber wir kriegen das hin, Wir haben jetzt hier das Ganze aktiviert, das. Können wir jetzt wieder nach oben? Okay, nächster Plan. Was ist, wenn wir das hier aktivieren? Weil hier steht eine 2. Das bedeutet, das muss eigentlich als zweites aktiviert werden. So, wir jumpen hier rüber. Und jetzt könnten wir doch theoretisch so das Ganze ablösen. Ah, jetzt das Ganze hier aktivieren. Boom. Okay, das bedeutet, das haben wir als erstes aktiviert. Können wir hier... Ah, okay, hier rüberspringen. Okay, dann würde ich sagen, ab geht es hier nach oben. Ich glaube, das... Nein. Okay, dann vorsichtig, Freunde. Jetzt keine falschen Bewegungen machen. So, ab geht es hier nach oben. Alter, 500 IQ. Dann geht es hier entlang. Boom. Und dann... Zack. Okay, ich glaube... Ja, ich glaube, es hat hingehauen, oder? Hat es hingehauen? Können wir hier entlang springen? Können wir hier entlang springen? Ich glaube schon, warte mal. Können sich einfach hier trotzdem... So, wir aktivieren das Ganze und jetzt... Boom! Let's go! Okay, okay. Ihr seht es, der Weg hat sich geöffnet und das bedeutet... Es geht weiter ins Büro. Freunde, wir kommen Catnap, glaube ich, langsam immer näher. Kann meine Hand mal kommen? Dankeschön. Ich glaube, wir kommen Catnap immer näher und deswegen würde ich sagen, wir holen unsere Sheriff-Hand wieder raus. Dass wir immer natürlich hier gewappnet sind. Für ernste Fälle. Okay, hier geht es nicht entlang. Wir haben uns selber eingesperrt. Na super. Ah, hier ist der Ausgang. Okay. Weiter geht's, Freunde. Tür ist verschlossen. Wir brauchen Schlüssel. Und hier ist Stella Grayby. Oha. Okay, hier wird wahrscheinlich irgendwo dann der Schlüssel versteckt sein. Gehe ich mal stark von aus zumindest. Hoffe ich mal. Hier ist nichts. Eieiei. Das ist hier unaufgeräumt hier. Banzo Bunny. Das neue Spielzeug. Okay. Kassette ist da. Rein damit. Und für die extra Atmosphäre ein bisschen Licht. Das ist ja wie im Kino hier. Für nur das Popcorn. Oh, Mr. and Mrs. Hartman. Herr und Frau Hartmann. Kommt rein, setzt euch. Please, es geht wahrscheinlich um diesen Jungen jetzt hier. How was es könnte your Theo sein. Es könnte Catnap sein. Das war ganz anders, als wir es erwartet haben. Die Rede von Herrn Ludwig war... Nun, das Bestätigung ist, dass das Waisenhaus... Das ist ein wahrhaft magischer Ort. Ich habe mich von der ersten Sekunde wie zu Hause gefühlt. Oh, ja. Du wirst nie gehen, wenn du die Tür das erste Mal öffnest. So wie man als Kind zu Hause findet und immer. Ich verstehe, dass du Jeremy die zu Hause geben willst. Ja, und wir würden gerne adoptieren. Erstaunlich, du bist perfekt für... Oh. Was? Nun, es scheint, es gäbe es einige Komplikationen. Komplikationen? Welche Art von Komplikationen? Wo ist der Schlüssel? Ich weiß es nicht, auf dem Formular steht Test.
What does that mean? Was bedeutet das? What does that mean? Was bedeutet das? Frau Graber, wir haben eine bessere Erklärung verdient. You're in charge of all this. Kannst du nicht wissen, wenn du für all das verantwortlich bist. Es tut mir leid. Okay. Das war's. Das war's. Okay, sie wollten ihn also adoptieren, aber anscheinend wurde noch an ihm getestet und sie dachten, es wäre ein normales Adoptionscenter. Wo zum Teufel ist jetzt aber dieser Schlüssel? Okay, Freunde. Beide Batterien sind da und da würde ich sagen, let's go. Let's go. Ah. Zack. Hallo? Ah, wir müssen, glaube ich, den Schalter einfach nur tätigen. Ne, der Schalter ist doch für den Aufzug. Okay, das bedeutet irgendwas... Irgendwas stimmt hier nicht. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen... Okay, einen Moment. Wir haben alles unter Kontrolle. Zack. Wir stellen nochmal alles aus. Und das müssen wir einmal hier umdrehen. So, dass ich das Ganze genau hier drauf zeige. Zack. Und jetzt würde ich sagen, Power on. Let's go. Okay, okay. Ja, und... Boom. Okay. Das hat echt lange gedauert, aber... auch das Rätsel. Haben wir erfolgreich gelöst. Was ist das für Geräusche? Was ist das hier für gruselige Geräusche? Können wir hier entlang? Muss durch den Lüftungsschacht? Ich zieh mal vorsichtshalber meine Gasmaske auf. Catnap! Hallo? Wow! Wo sind wir? Ich sehe nichts. Okay. Wir kommen den Sounds immer näher und näher. Hier durch den roten Rauch durch von Catnap. Wow! Wo sind wir? Ach nö, wenn ich ja schon wieder sehe, Batterie. Noch mehr Batterie. Hallo? Catnap? Okay, lass mal hier das Ganze klicken. Zack, ja. Wo sind wir? Ist hier eingesperrt? In irgendeinem kleinen Raum. Aha. Da haben wir noch mal eine Batterie am Start. Komm her, Kollege. Ey, komm. Ey. So, okay. Da habe ich dich. Boah. Oh mein Gott. Das war Catnap. Holy. Was passiert? Oh. Ich glaube, wir sind in einem Traum. Wir sind in einem Albtraum von Catnap. Finde die Blume. Das ist kein Ort, von dem man zurückkommt. Wow. Catnap hat uns gestoppt und... Wow, wir sind jetzt in einem Albtraum von Catnap. So sieht das Ganze also aus. Hast du eine Ahnung, was du da tust? Wir sind in Poppy Playtime Chapter 1. Das ist Chapter 1, Freunde. Der Eingang der Poppy Playtime Factory. Okay, und wir sehen jetzt eine Illusion von einem Traum von Catnap. Was passiert? Oh mein Gott, das sind die Kinder. Weißt du, was hier passiert ist, sagt Poppy? Das waren die ganzen Kinder, die gespielt haben. Die dachten, es wäre ein ganz normaler Ort. Zum Spaß haben. Da sitzt sogar einer auf dem Bett. Okay. Es geht weiter durch den roten Rauch. Was ist hier? Hier ist die Schule. Weißt du, wer wir einmal waren? Das ist Miss Delight, die uns in der Schule gejagt hat. Das macht alles einen Sinn. Die ganzen Schüler, die Schattenfiguren, die dort sitzen und nichts wussten. Okay, nächste Erinnerung. Weißt du, warum wir das beenden müssen? Auch hier waren überall Kinderfreunde an allen Orten, wo wir waren. Wir wurden hier von Dorcat verfolgt. Weiter geht's. Boah, okay, es sind echt schlimme Albträume. Weißt du, ob was echt ist? Nee? Ich weiß gar nichts eigentlich, Poppy. Okay, das sind krasse Szenen, muss man sagen. Das sind echt krasse Szenen. Und das passiert, wenn man... Oh mein Gott, Huggy! Huggy! Huggy Buggy! Er ist da, er winkt uns! Auch er war mein Mensch. You don't. Oh. Oh? Was ist das? Alarm? Oh oh. Freunde? Oh! Willst du weh? Huggy!
Oh, das ist der Moment, als Huggy Wuggy lebendig wurde, glaube ich. Das ist der Prototyp. Der Prototyp! Oh mein Gott. Oh, wir bekommen einen Anruf. Und oh, wir sind aufgewacht vom Albtraum. Verlasse Blake oder ich hole dich. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Alles klar, Catnap. Ich gehe schon. Mach dir keine Sorgen. Ich bin direkt weg, okay? Gib mir nur ein bisschen Zeit. Und ich bin hier 0,x weg. Ich muss erstmal hier Batterien finden. Hab ich heute nicht genug gemacht. Ah, hier direkt. Alter. Das war schon mal sehr... sehr, sehr gruselig. So, gib mir die Batterie her jetzt ganz schnell. Raus hier. Raus hier. Okay, okay. Recyceln, das kennen wir auch schon. Zack. Hier durch. Okay, hier durch. Okay, wir bauen wieder eine Batterie. So, zack, let's go. Boah, Freunde. Was geht bitte ab? Okay, der Strom geht hier. Das bedeutet, wir können die Tür öffnen. Und hier irgendwo ist der Catnap. Nap. Catnap. Oh, war das schon vorher die ganze Zeit so? Das ist sehr, sehr gruselig. Könnte überall hier sein. Ist da hier eine Batterie? Ist da was drin? Nee. Ich gehe raus. Okay, Maske auf. Ich habe keine Maske. Nee, wir dürfen hier nicht hin. Wo ist meine Maske? Chill. Chill, 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 chill. Gehen wir hier entlang? Wo müssen wir? Wo müssen wir gehen? Ich glaube, wir müssen nochmal zurückgehen hier. Was war hier? Haben wir irgendwas verpasst oder so? Exit. Okay, wir sind eingesperrt. Aber wir müssen durch die Tür durch. Okay. Hier gibt's nichts. Hier gibt's auch nichts. Weit und breit keine Spur. Von Catnap. Wir müssen links. Wir können nicht durch den roten Rauch. Wir können nicht durch den roten Rauch gehen. Wir müssen hier entlang gehen. Hallo? Hilfe. Gehen wir nach oben. Durch den Lüftungsschacht. Okay, wir sind draußen. Wir sind draußen. Wir sind der Schule entkommen. Oh mein Gott, es ist dunkel. Wir bekommen einen Anruf. Schnell, ich gehe rein. Es ist etwas schief gelaufen. Nimm die Kordel aus dem Büro und steck es unter die Statue. Wir müssen 100% erreichen. Oder was? Okay, okay. Easy. Nichts leichter wie das. Ist da? Ah, hier. Ich glaube, das ist hier das. Wir nehmen den Stöpsel. Und jetzt ganz schnell. Okay, okay. Dass irgendwas schiefgelaufen ist. Das hätte. Das. Oh mein Gott, hätte ich auch vorher gewusst. Irgendwo hier ist er. Catnap ist hier. Schnell! Wir müssen 100% erreichen. Schnell, 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 schnell. Wo ist die Stöpsel? Hier. Hier. Der letzte Stöpsel. Hier. Let's go! Umgeleitet. Strom umgeleitet. Umgeleitet. Online. Und? Wir haben hier nichts Schlüssel. Okay. Sky Dome Key. Oh, okay. Es sieht so aus, als müssen wir hier hin. Okay, let's go. Da haben wir ihn. Und, okay. Da haben wir den Stöpsel. Und den müssen wir jetzt nur noch nach unten bringen. Alles klar. Das kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Und dann sollte, glaube ich, die Energie bei 100% liegen. Dann haben wir wirklich alle Stöpsel geschafft zu bekommen. Soweit ist auf jeden Fall der Plan. Ich hoffe, das Ganze wird funktionieren. Es ist ganz schön dunkel hier. Ah, okay. Hier geht's runter. Hier geht's runter. Und dann sollten wir... Okay, das Ganze geschafft haben. Da, der letzte. Der letzte. Der letzte Stöpsel. Zack. Let's go. Okay, das sollte genug Strom sein. Bring diese riesige Batterie in die Gasproduktionsbereich. Yo. Ey, yo. Wie hat diese Batterie hier da durch... Wie? Also... Okay. Na, okay, okay. Naja, Junge, wir haben auch irgendeine riesengroße, dicke Batterie am Start, wie auch immer die da durchgepasst hat. Okay, und das soll jetzt anscheinend die letzte Batterie sein. Wohin soll man gehen? Ich glaube zur Bank oder sowas, meinte sie. Oh, okay, hier drüben. Ich glaube, hier rein müssen wir die letzte Batterie jetzt hinbringen. Okay, genau. In den Generalstrom. Okay, wir sind angekommen. Wir sind angekommen. Das bedeutet, oh, da sind wir. Okay, hier ist der. Kein Strom steht hier noch. Und wo war nochmal? Genau, da drüben. Die blaue Batterie. Da habe ich am Anfang gefragt, was da reinkommen soll. Warte mal. Oh mein Gott. Ist das Catnap? Nein, zieh die Maske an. Wieso habe ich meine Maske nicht? Oh mein Gott. Was soll ich tun? Was? Nein. Hau ab, Catnap. Nein, nein. Oh mein Gott. Wohin soll ich? Oh mein Gott. Nein. Sackgasse, Sackgasse. Ew. Er sieht aus wie eine Spinne. Nein, 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 nein. Nein. Oh,
Oh, Freunde, okay, hier drüben ist ein Aufzug. Das bedeutet, okay, ich kann mir vorstellen, wir müssen wahrscheinlich hier so schnell es geht zu diesem Aufzug rennen, bevor uns Catnap schnappt. Oh mein Gott, da ist der. Renn. Oh mein Gott, er regnet uns her. Sein ganzer roter Rauch. Okay, schnell, rein da. Und jetzt, dich sie weg hier. Wow, gegen den Abgang. Und, ew, das ist der Catnap. Alter, oh. Ew, jetzt sieht aus wie so ein Spinn und er klettert hoch. Nein. Hau ab. Wir haben es geschafft. Wir sind in seinem roten Rauch gefangen. Wir haben unsere Gasmaske nicht mehr. Okay, es geht ab nach oben. Okay. Wir haben es anscheinend geschafft. Och nö. Oder auch nicht. Wo sind wir jetzt? Wo sind. Oh, wenn ich schon wieder die Batterien. Alter, wie viele Batterien gibt es hier? Wie viele. Okay. Catnap kommt, sei vorbereitet. Okay, das hört sich gut an, Freunde. Wir haben hier ganz viele Batterien. Okay, wir haben die Batterie. Was macht das Ganze? Okay, gar nichts. Überzeuge dich selbst. Auf der linken und rechten Seite des Raumes, auf der Vorderseite, sollten sich kleine Nischen befinden, dem. Ah, okay, wir können das Ganze aufladen. Okay, warte mal, wir haben Batterien. Wenn wir jetzt hier was reinstecken, dann kommt das Kabel und. Ah, hier kommt Rauch. Ah, das bedeutet, von hier kann Catnap nicht kommen, bedeutet das. Okay, das ist cool. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier was reintun, was passiert dann? Okay, das bedeutet, wir müssen echt schlau überlegen. Ah, hier passt nichts rein. Perfekt. Hier? Das bedeutet, von hier kann Catnap nicht kommen. Das bedeutet, links und rechts sind wir safe. Safe, das ist schon mal gut. Okay, und wann kommt Catnap jetzt? Müssen wir jetzt hier erstmal, zack, irgendwas hier equippen oder so? Oh, okay, ich habe Strom. Mhm, hiermit können wir mit dem Strom auch irgendwas machen. Können wir hier... Wir müssen doch bestimmt hier irgendwie die Tür zur Seite schieben. Ah, und hier ist auch noch eine Batterie. Okay, die nehmen wir auch mit. Von hier kann Catnap nicht kommen, alles klar. Von hier kann er halt kommen, ne? Aber hier können wir keine Batterien reinmachen. Ne, okay, ich glaube, hier müssen wir alle Batterien hier anscheinend füllen oder sowas. Naja, ja. Ansonsten gibt es hier keine Batterien mehr. Okay, es gab hier noch was. Was passiert denn jetzt hier? Ah, da oben bouncen. Okay. Wir können hiermit Strom anscheinend holen. Zack, warte mal. Da drüben war was. Okay. Jetzt können wir hier was aktivieren. Und wir können hier den Rauch aktivieren. Das bedeutet, von da kann er auch nicht kommen. Okay. Oh, es geht los. Was? Oh mein Gott, das ist der Bosskampf, Freunde. Das ist der Bosskampf. Und da ist er. Da ist Catnap, oder? Kommt er hinter uns? Da ist er auch. Wo ist er? Warte, was soll ich tun? Okay, von hier ist Rauch. Von hier kann er nicht durch. Können wir ihn so abschießen oder sowas? Oh mein Gott. Ist das stressig? Oh, er kann auch von oben kommen, glaube ich. Oh. Hinter uns! Also, ich weiß nicht, was wir tun müssen. Da ist der! Hau ab! Boom! Okay, haben wir ihn besiegt? Oh mein Gott, es gibt ganz viele Fake-Catnaps. Das war, glaube ich, gar nicht der echte. Oh mein Gott, das ist der Bossfight. Da ist der. Nein, bitte. Hau ab. Nein, nachladen, Nachladepause. Bitte nicht. Oh mein Gott. Was soll ich tun? Eine neue Batterie? Oh nein. Freunde, wir brauchen eine neue Batterie. Schnell. Oh nein. Neue Batterie ist da. Alles gut. Alles Roger. Hau ab. Ist das der echte? Ich kann nichts sehen. Oh mein Gott. Was haben wir falsch gemacht? Wir haben irgendwas falsch gemacht. Okay. Freunde, wir probieren es nochmal. Wir haben... Wieso ist hier kein Gas? Och nö. Okay. Ich würde sagen, wir aktivieren gleich die Tür. Okay. Er ist überall. Hau ab. Ich weiß nicht, ob er von oben auch kommen kann. Ich glaube schon. So. Zack. Wir öffnen die Tür. Ah, ich glaube, die können wir gar nicht im Bossfight öffnen. Aber wisst ihr, was wir machen können? Wir können hier, glaube ich, nach oben springen. Okay, ganz vorsichtig. Ist er da? Er ist da. Zack, ey, komm nicht drauf. Boom. Nein. Stopp. Zack. Und das. Boom, und jetzt kann er hier nicht durch. Ich hoffe, er kann jetzt hier nicht durch. Okay, sehr, sehr gut. Zack. Können hier irgendwas aktivieren? Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es erstmal geschafft. Von da kann er auch nicht durch. Ich glaube, wenn wir oben stehen, sollte er safe sein, oder?
Oh, wir bauen eine neue Batterie. Wir bauen eine neue Batterie. Okay. Gib mir die Batterie. Und komm schon. Oh, er ist hier wieder irgendwo. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Wieso sich alles komisch bewegt. Okay, wisst ihr was? Tschüss. Ich bin weg. Wir brauchen Strom. Oh mein Gott, ist das stressig. Ist das stressig? Okay. Wir holen Strom. Hier kann er nicht durch. Es werde Gas. Hier kann er nicht durch. Okay. Es wird wieder Gas. Was passiert? Leute, von hier kann er noch durch, ne? Hier könnte er theoretisch noch durch. Wie lange noch? 100 Sekunden. Okay, Freunde. Ruhe bewahren. Was? Er ist von oben gekommen. Nein. Okay, Freunde. Es ist Zeit für die nächste Batterie. Okay, Nummer 2, Freunde. Das Problem ist, die Batterien... nein, da ist der Wert immer weniger. Das bedeutet, es wird automatisch kein Gas mehr kommen. Oh mein Gott. Sondern wir müssen das Ganze schnell selber platzieren. Boom. Okay, und ihn somit erledigen. Das bedeutet, zack. Okay. Nein. Okay, damit habe ich jetzt nicht recht. Stopp. Tür zu. Keiner zu Hause. Hey, yo. Das wusste ich nicht. Okay, zack, wir können wieder hier rüberspringen. Wir holen den ganzen Strom hier. So, mit der Hand natürlich. Machen den Strom hier zu. Das bedeutet, da ist zu. Okay, das ist cool. Okay, das bedeutet, hier ist auch zu. Dann holen wir als nächstes Strom. Hier ist noch offen, ne? Oder hier auch, theoretisch. Machen wir hier mal zu. Wo ist der? Okay, wir brauchen noch eine Batterie. Als nächstes holen wir die Batterie. Stecken sie hier rein. Okay, und wir brauchen Strom. Wir brauchen ganz schnell Strom. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich könnte vielleicht hier hinkommen. Über uns ist nichts. Hier ist nichts. Er ist da. Er ist vor uns, oder? Okay, hier ist auch aufgepufft. Alles gut. Wir platzieren wieder Rauch. Nein, er ist hier. Ich glaube, wir sind zu spät. Strom. Gib mir den Strom. Zack! Okay. Alles super. Alles klappt super. Einwandfrei. Wir platzieren hier. Tür aufmachen. Strom. Wo ist der Kollege? Kommt er von hier? Ich weiß nicht. Wir platzieren einfach. Oh nö. Okay. Ganz ruhig. What? Wow! Was passiert? Es ist Catnap und... Oh, warte mal. Haben wir ihn besiegt? Oh, wow! Oh mein Gott. Er wird zerstört. Was? Was passiert? Haben wir ihn besiegt und... Oh, der Prototyp! Wird ihn schnappen? Oh oh. Was? Wir haben ihn noch nicht besiegt. Oh oh. Was passiert? Wow! Was? Er hat ihn erledigt. Und der Prototyp schnappt sich Catnap. Was? Okay, alles gut? Okay, wir leben. Wir haben ihn tatsächlich besiegt. Okay, wir können anscheinend durch den Rauch gehen und durch das Rote. Und war's das? Haben wir es jetzt wirklich... Oh, okay, geschafft. Okay, hier ist der Aufzug. Okay, let's go. Muss ich noch einen Knopf drücken oder sowas? Ah, wir müssen wahrscheinlich... Ah, hier. Okay. Haben wir es geschafft? Sieht so aus. Wir fahren runter. Ey, das ist nämlich der Garten of Batman. Wir fahren mit dem Aufzug jetzt ab nach unten. Und ob wir Catnap wirklich besiegt haben oder... Ich glaube, Freunde, der Prototyp hat sich Catnap geschnappt. Und noch im letzten Chapter Mami Longlegs. Ich glaube, da kommt doch was Großes auf uns zu. Okay, wir sind wieder hier unten. Da ist der Generator, okay. Da ist die Batterie. Wir legen sie rein. Wow. Okay, das war nicht so episch. Let's go. Okay. Ich glaube, wir müssen den Strom anmachen, oder? Neustart. Let's go. Wir drücken den Knopf. Oh, hier passiert was. Kein Signal? Warum hier noch eine Batterie? Eine normale? Okay, von wo sollen wir jetzt die herbekommen? Ich möchte keine Batterien mehr sammeln. Nie in meinem Leben. Oh, es hat funktioniert. Oh! Let's go! Wir haben es neu gestartet. Der Strom ist da. Der Generator. Wir haben ihn. Okay, ja. Okay, der Rauch ist links. Wir haben ihn komplett wegbekommen.
von rechts in die Mitte nach links. Den roten Rauch von Catnap. Wow. Okay. Sieht gut aus. Ich glaube, hier geht's nicht mehr lang. Wir gehen in die Richtung. Okay, wir gehen in die Richtung. Was haben wir hier? Hallo? Good, you're here. Poppy! Gut, dass du da bist. Du hast es wieder geschafft, das Unmögliche. Just like I knew. Wer redet da mit mir? Wo bist du? Catnap ist weg. Der rote Rauch wird umgeleitet. Alles fügt sich zusammen, und zwar dank dir. Aber wenn wir weitermachen, dann verdienst du es, die Wahrheit zu erfahren. Du bist wegen deiner Kollegen zurückgekommen. Da ist sie! Du willst wissen, was passiert ist und warum? Ja? Das ist deine Antwort. Oh mein Gott. Wir nannten sie die Stunde der Freunde. Gib her! Oh, sie spielt den Film ab da unten. Was ist das hier? Egal. Das ist die Wahrheit. Hier, Huggy Wuggy. Okay, wir sehen die Originalaufnahmen von der Poppy Playtime Fabrik. Wie er lebendig wurde. Okay. Und alle angreift. Okay. Game Station, auch hier. Ist das Mommy Longlegs? Alle werden angegriffen, die ganzen Mitarbeiter. Werden alle attackiert von den Monstern. Von Playtime Co. Das sind alles originale Aufnahmen. Oh. Da, wie sie Experimente durchführen. An Hoogie. Und der jietet hier alle um. Schaut ab, der so, yo, ich muss los, Mann. Oh! Boxy Boo! Boxy Boo, Freunde! Hier sind alle Charaktere, wie sie rumschleichen. Catnap natürlich. Wie auch Ausgeborenes. Und alle Arbeiter angegriffen hat. Okay. Das ist die Wahrheit. Oh, die Blume. Die Poppy. Die Mondblumet. Poppy? Da hört die Aufnahme auf. Ich erinnere mich, dass ich jeden Moment davon gehört habe. Es dauerte so lange, so quälend lange. Hm, das glaube ich dir. Sie versuchten, sich zu verstecken, zu fliehen. Alles, um zu überleben. Ich erinnere mich an ihre Schreie. Was ist los? Warum passiert das? Was ist das? Nicht weinen. Wir haben es geschafft. Ein sinnloses Gemetzel. Mehr war es wirklich nicht. Sie haben alle erledigt. Ob schuldig oder unschuldig. Spielt keine Rolle. All das. Nichts davon hat geholfen. Und dann, als alles vorbei war, schleppten sie sie nach unten, wo sie niemals gefunden werden. Und sie aßen sie. Ew! Kissy! Der Prototyp muss erledigt werden. Dafür. Für alles, was er getan hat. Okay. Okay, Kissy, willst du auch was sagen? Sie so, ey, yo, Mann, hab ich was verpasst? Let's... Oh! Let's go. Sobald wir den Boden erreichen, schicken wir den Aufzug wieder nach oben. Halt dich einfach gut fest, okay? Okay, nach dir. Okay, okay. Ich komm. Ich bin da. Freunde, das bedeutet... Bin ich so dick? Ah, hier ist... Sorry. Das bedeutet... Wir nehmen es mit dem Prototypen auf. Na gut, sobald wir gelandet sind, müssen wir vorsichtig sein. Was war das? Was macht sie da? Kissy? No, no! Kissy! We're coming! Just hold on! Wir kommen, halte durch! Oh, come on, schnell! Go faster. Mach was! Ab nach oben! Kissy! Oh, was ist passiert? Hat der Prototyp sie geschnappt? Oh mein Gott, das war's, Freunde. Das war's. Das war, Freunde, Poppy Playtime! Chapter 3.
Wow. Wow, das war, glaube ich, das beste und gruseligste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Poppy Playtime Chapter 3 hat alles übertroffen. Und wie es weitergeht mit dem Prototypen, das werden wir wohl in Chapter 4 rausfinden. Like und abonnieren nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.